liebe Leute, nach vielem Hin und Her und einem kleinen Unfall hier, werdet ihr noch sehen, irgendwann, denke ich, die Tage, wenn ich das on habe. Dieses Teil hier hat sozusagen auf meinem speziellen Stativ leider nicht wirklich gehalten. Deswegen ist diese Videokamera während des Betriebes aus 1,50 Meter Höhe ungebremst auf einen harten Boden gefallen. Das Ding funktioniert noch. Also zumindest habe ich den Eindruck. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob dann das auch aufgenommen wird, was da ist. Aber die Elektronik läuft noch. Folglich hat das Ding einen Sturz aus 1,50 Meter oder vielleicht sogar mehr Höhe überlebt. Wenn das Ding wirklich noch funktioniert, dann ist das ja quasi unkaputtbar. Das ist das Richtige für mich. Nur solche Sachen kann ich gebrauchen. Ich sitze auch auf einem besonderen Stuhl. Werdet ihr auch noch sehen. Nicht nur diesen Stuhl, ich habe auch mehrere davon. Das sind Stühle, die sind auch in 100 Jahren noch heile. Die gehen nur kaputt, wenn der Holzwurm sie frisst. Diesen ganzen Quatsch, den man heute überall kaufen kann, der funktioniert immer nur, bis der Hersteller meint, dass du was Neues kaufen sollst. Ne? Aber das, solche Sachen mag ich ja gar nicht. Insofern liebe ich meine Kamera. Wenn sie denn auch funktioniert, mache ich dafür extra ein Spezial-Tutorial. Nein, nicht Tutorial, sondern ein Let's Freu. So, jetzt machen wir Minecraft. Ich habe also den ganzen Abend jetzt, schon ein, zwei Stündchen bei dem G-Time TV zugeguckt. Der wollte da so ein Blood Magic Ding bauen, so ein Turm und, nicht ein Turm, der wollte nur ein Blood Magic Altar und wunderte sich, dass er immer stirbt oder dass seine Herzen immer abnehmen. Und also, hat das leider natürlich sehr falsch angefasst und er hat ja vielleicht auch wenig Zeit, kann ich ja sogar glauben, also der ist eben so vielleicht so. Müsste sich meine Tutorials dazu angucken, da wüsste er, wie es geht. Aber ich denke, er ist auf einem guten Weg. Er spielt auch auf so einer speziellen Modpack-Variante, die kenne ich jetzt gar nicht. Wie Novus oder so ähnlich. Und gibt es verschiedene Sachen und verschiedene Sachen, andere gibt es nicht. Und also, gut. Spaß beiseite. Ich habe hier Hightech jetzt neuerdings. Ich muss allerdings gucken, ob diese Hightech hier auch funktioniert. Beziehungsweise, nein, die funktioniert schon. Das habe ich ja schon ausprobiert. Was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, ist, wie lange die funktioniert. Jetzt ist die große Frage, wie komme ich dazu? Gucken, ob ich das rauskriege. Ja, das kann ja auch nicht funktionieren. Genau. Und dann die Playlist. Und dann alles. Wie macht man das denn jetzt? Das müsste man doch eigentlich. So müsste man das doch eigentlich alles abspielen können, verstehe ich gar nicht. Ach da. So. Okay, wie auch immer, jetzt macht mein Smartphone erstmal ein bisschen Arbeit und ich habe jetzt so ein neues Ding, wollte ich euch auch noch gezeigt. Das ist jetzt, sagen wir mal, so ein Rotationszylinder, also kann man so ein bisschen so, nein, das ist so eine komische Musikbox, da kann man mit Bluetooth mitarbeiten. Diese Bluetooth-Box hat noch einen Nachteil, das ist für unsere Spermaspasten, da kommt vorne auch was raus. Das halte ich dann immer und winke damit. Nein, Quatsch, mache ich natürlich nicht. Ne? Ich schalte das Ding jetzt erstmal an. Um zu sehen. Normalerweise müsste sich das jetzt mit dem Smartphone verbinden und dann kommt dann da irgendwie was Musik und das werde ich natürlich abschalten, diese leise. Das heißt, kann ich zwar laufen lassen hier. Kann auch was lauter machen, will ich aber eigentlich gar nicht. Was ich eigentlich will, ist vorne, pass auf. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube, der überblendet das hier, es ist zu hart. Deswegen mache ich das jetzt mal folgendermaßen.
Sag mal, turn off the light. Jetzt sitze ich hier quasi im Angesicht meiner Disco. Und solche Spielchen werden wir demnächst noch öfter machen. Da habe ich also richtig Spaß mit. Weil das Leben spielt nicht. Na komm, wollte ich euch jetzt nur gezeigt haben, so, dann mache ich auch noch so ein, wie heißt das, ein Let's Show oder ein Let's Play oder ein, keine Ahnung, irgendwie so ein Let's jedenfalls. So ein Let'schen mache ich da noch zu. Nee, also ich finde, also wir müssen auch mal was anders machen als nur Minecraft oder irgendwie Video, Internet. Es gibt auch noch diesen Real-Life-Mod, da wollte ich mich noch mal beschäftigen. Es gibt so geile Produkte, wo man sagen kann, hey, wow, da braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber wenn ich bei mir im Auto sitze, ich habe so ein Auto, da hat man, weil ich das ja so lassen will, wie es ist, um irgendwann so ein H-Kennzeichen zu bekommen, kann ich da jetzt nicht einfach irgendwie so ein USB-Stick-Radio einbauen. Das gibt's da nicht. Die haben da irgendwie mit CD-Player aufgehört oder so, vom Update. Und damit ich also einigermaßen noch ein bisschen nette Musik habe und was ich mir so vorstelle, wollte ich das Ding einfach nur in meinen, ich habe so eine Art Pseudo-Kühlschrank da, so ein Dosending, dann stelle ich das Ding rein und lasse mich dann beglücken von der Musik. Nee, ich muss auch mal gucken, ob man da nicht so einen Bluetooth-Adapter kriegt, um das dann einspeisen zu können. Aber das weiß ich alles noch nicht, werde ich mich noch mit beschäftigen. Jetzt beschäftige ich mich mal mit Minecraft. Also der Mock hostet mich da besten Dank dafür. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Also ich habe total viele Sachen auch gemacht. Wobei es ein bisschen hektisch und chaotisch ging. Wir waren in Köln und haben da einige gedreht. Einige super. Wir waren auch im Starbucks, da habe ich ja extra ein Video. Und so. Aber das, wie gesagt, das muss ich alles die Tage noch schneiden. Das mache ich morgen, übermorgen oder wann ich da gerade Lust zu habe. Ich habe jetzt erstmal Lust, einen Kölsch zu trinken. Das Kölsch, ey, als diese Kamera runtergefallen ist, ne? Also ein Scheiß passiert dann am anderen, ne? Da fiel die Kamera runter, habe ich mich so erschreckt, ich hatte gerade das Kölsch in der Hand. Das habe ich irgendwo hingestellt, da quillt das auch noch über und die ganze Bude ist da hinten voll, also überschäumendes Kölsch, ne? Also ich meine, muss ich da morgen mal wischen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, weil mit dieses Bierzeug da irgendwie so wegkommt. Ah, das nervt sowas, ne? Also ehrlich. Die Kamera ist echt runtergefallen. Pom, faff. Ich hatte erst gedacht, die wäre kaputt, aber nein, hat sie überlebt. Also die kriegt wenigstens einen Sonderorden. So, jetzt habe ich natürlich gar keine Ahnung, was überhaupt nicht. Achso, ich war ja heute noch hier und habe ein Video gedreht. Das wollte ich auch noch gesagt oder gezeigt haben. Und zwar spielen wir jetzt ja ein bisschen Ark immer mal wieder und wir spielen auch Minecraft. Das ist natürlich die Frage, wie viel Minecraft spielen wir und wie viel Ark spielen wir. Wie viel Ark wollen wir machen? Oder auch andere Sachen. Und da habe ich mir jetzt ein System einfallen lassen, von dem ich glaube, dass wir da, sagen wir mal, eine ziemlich, sagen wir mal, redlich funktionierende Demokratie hinkriegen. Und zwar machen wir das über wochenweise. Eine Woche lang wird gewartet und geguckt, ob ihr für Minecraft oder für Ark votet. Voten heißt, auf die Playlist gehen von Ark oder auf die Playlist von Vote Minecraft und dann da die Videos gucken und wenn da, wo am meisten geguckt wird, da wird die Zeit erhöht. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich das prozentual analog mache oder ob ich das nur so mal in einer gewissen Bandbreite mache, dass ich sage, naja, wenn 99,9% Minecraft gucken wollen, dann kann ich ja nicht nur 3 Minuten Ark spielen. Also das muss ich mal gucken, so ein bisschen vernunftmäßig. Aber so habe ich mir das überlegt, das könnte man als demokratischen Urnengang machen. Ich weiß ja, dass es solche Voting-Portale gibt, aber das wollte ich eigentlich gar nicht machen, das finde ich gar nicht geil, das macht ja jeder. Ich finde das besser, wenn die Leute dann auch die Videos gucken, weil dafür meistens schließlich. Ne? So, aber das ist jetzt noch nicht so ganz, das ist eben, ich habe das vorhin mal hochgeladen, ich glaube, ich habe 60 Leute haben dieses Minecraft-Ding schon geguckt und 8 Leute von Ark. Das ist natürlich auch eine Frage, wie viel Ark mache ich eine gewisse Zeit lang. Jetzt werden wir eine Woche lang 2 Stunden abends immer Ark machen und 2 Stunden abends immer Minecraft. Erst Ark, dann Minecraft. So habe ich mir das überlegt. Ja, es sei denn, es kommen Proteststürme und überrollen mich. Ja.
Jedenfalls war so mein Gedanke, dass man auf die Art und Weise das gut abgleichen kann. Und jetzt muss ich gucken, was wollen wir überhaupt bauen? Was hatten wir eigentlich vor? Nachdem wir hier unten die Bibliothek fertig hatten, wollten wir unten noch ein bisschen an diesem. Also haben wir hier unten noch was gebaut. Wir hatten hier unten noch so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen aus dem Konzept raus. Den Raum hier können wir ja mal ausbauen. Ne? Hatten wir da nicht was? Das habe ich dann irgendwie noch aus dem Inventar, was mich. War jetzt eigentlich mit dem ME-System. Genau, das funktioniert aber. Das funktioniert aber, das mit dem ME-System. Jetzt müsste man eigentlich hier noch. Hier müsste man das Ganze noch ein bisschen toller bauen. Ne? Das sieht da sowas von scheiße aus. Ne? Das würden wir mal ein Büro bauen, so wie ich es mir vorstelle. Also, ich meine, es gibt da so Großraumbüros, ne? Und dann gibt es andere Büros, wo jeder so seine eigene Zelle hat. Und das ist ja wie so ein Karnickelstall. Und eigentlich müsste man so eine Art produktive Inseln haben. Und da ja heute die Server alle, sagen wir, die Notebooks hier eigentlich alle nur Clients sind und da gibt es immer so einen zentralen Server, könnte man ja quasi jederzeit an einem anderen Ort sitzen. Das heißt, ich könnte jetzt mal so als Beispiel, ich mach mal einfach, ne? So, mal gucken, ob ich das hier hinten hingestellt kriege. Nee, genau so wie es nicht. Ich will das mal einen so haben und den anderen mal so. Ey, krieg ich den jetzt da nicht hin oder was? Wie scheiße ist das? Ich hatte gedacht, man könnte die direkt nebeneinander bauen. Jetzt muss man mal gucken, warum das nicht geht. Ah ja, ist klar. Ich glaube, die Spielzeuge ist deutlich zu schnell eingestellt. Das werde ich jetzt erstmal gucken, was mal hier fast, wenn die ist nicht zu schnell eingestellt, die war langsam. Das ist natürlich der Schneeboden hier, der so mistig ist. Der, wo habe ich jetzt keinen Schnee? Habe ich diesen hier runtergefallen? Ja, die sind hier unten. Da brauche ich mir da jetzt einen neuen Schneeblock erstmal raus. Keine Lust, jetzt extra Schnee zu holen, also können wir den ja nehmen. So, also jetzt war so der Gedanke, da macht man also hier jetzt mal so ein ja, so ein bisschen so, ne? Und dann könnte man ja hier nochmal, wie das hier, der kann das nur auf die Seite, ne? Naja, gut. Also hier könnten jetzt quasi zwei sitzen, die sich irgendwie mögen und miteinander arbeiten wollen oder mal eben nur eine halbe Stunde irgend so ein kleines Projekt machen, lass uns mal eben ein bisschen rumhackeln oder sowas, ne? Ich glaube, ich werde den hier erstmal ausmachen. Das nervt ja mich nämlich die ganze Zeit, weil der irgendwelche Kommentare immer postet. Naja, okay. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt, ich denke mal, ich werde jetzt mal vorsichtshalber gucken, ob das Stream überhaupt on ist, weil ich da jetzt nicht so wirklich was sehe, was hier gepostet wird. Ne, da bin ich garantiert falsch. Da müsste ich gucken. Wenn, dann da. Well of Suffering kann ich mal wegmachen. Da hatte ich mit G-Time vorhin versucht zu erklären, aber das ist natürlich ziemlich schwierig. Da jemandem das zu erklären, wenn er nur alle, was ich, schriftlich ist das sowieso schwierig. Ne? Ah ja, ne gut, sind ja ein paar on, da ist ja, also irgendwie Twitch hat die Oberfläche irgendwie geändert. Ich kann jetzt nicht mehr finden, wo steht, wie viele Followers wir haben. Aber es reicht ja völlig aus, dass man weiß, wie viele Leute zuschauen. Das ist viel wichtiger. Jo, und jetzt war also sowas in der Art, und dann könnte man jetzt hier hinten nochmal irgendwie so eine andere Insel bauen. So, mal gucken, dass wir die ganzen Teile hier zusammenbauen, hier, also irgendwie sowas, dass wir dann nochmal mehr bauen. Also wir werden auf jeden Fall hier, sagen wir, ein ziemlich futuristisches Büro haben, natürlich mit gediegenen Möbeln, ist klar. Aber
ich sag mal, konzeptionell, was die Qualität der Zusammenarbeit angeht, werden wir natürlich das so bauen, dass man hier solche Inseln hat, wo man auch mit mehreren, also sagen wir hier, sagen wir da und dann da nochmal so eine Art, wie so eine Art Konferenztisch hat, dann aber eben als PC-Arbeitsplätze jeweils, jeder hat so ein Ding vor der Nase und kann da was mitmachen und alle können sich unterhalten irgendwie und sitzen trotzdem an einem Tisch oder sowas in der Art, ne? Also das ist eine Frage des Umgangs miteinander, ne? Und ach Morten. Ja, Morten, ja, schade, dass wir uns nicht sehen konnten. Also ich war ja so derartig im Stress, dass. Also es ist so, ich habe wirklich keine Zeit. Echt. Für gar nichts. Außer streamen. Und da ich jetzt hier so nicht unbedingt, sagen wir so, werde die Tage ja so ein bisschen Roomtour-mäßig sehen, dass das Büro hier nicht unbedingt geeignet ist für den Empfang von Nordlichtern. Ja. So, aber davon muss ich jetzt noch ziemlich viele mehr haben, denn wir werden auf jeden Fall ja noch ein paar von den Dingern brauchen. Heißt, wir müssen sowieso erstmal unsere ganzen Chunks aktivieren. Das ist ja schon mal völlig wichtig. Echt. So, das war das. Das ist jetzt aktiv. Aber hier können wir dann auch gleich die. Ne, warte mal, ich mache erst das andere. Ich mache erst den anderen Standort noch, dass der halt läuft. Denn damit der Laser drin läuft und auch andere Sachen, die halt hier sind. Aber läuft eigentlich immer nur der Laser drin. Mehr läuft hier gar nicht. Genau, hier wollte ich jetzt hingehen. Hier wollen wir jetzt auch mal gucken. Schreibtisch, Desk, ich weiß gar nicht, hier unten wahrscheinlich das Ding hier. Weil ich es nicht hier unterhalb von diesen komischen Bettendingern. Genau, hier ist ja schon mal der Computer, da können wir schon mal ein paar von machen. Komm, fünf Computer machen wir. Wo ist denn dieser Tisch jetzt? The Wooden Table. Da will ich auch einen von haben. An den Schreibtisch. Ah, hier, ne, warte, Sideboard, das ist das nicht. Der kommt aber jetzt danach. Irgendwo. Hier, das ist das. Wooden Desk. Machen wir nochmal zwei, drei von. Wir haben ja auch genug hier. Besten Dank für den Follow. Hi. Super gute Idee. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal vier davon. Wir machen noch ein paar mehr. Komm. Wir haben ja Material, haben wir auf jeden Fall genug. Das wird nicht unser Problem sein. Was wir jetzt natürlich noch machen könnten. Wären Book and Kill, davon sollten wir auch noch mal zwei dabei haben. Die sehen zwar ein bisschen komisch aus, aber was soll's. Haben wir nicht so ein Laptop hier, so ein Notebook oder irgendwie sowas? Nee, Laptop haben wir ja nicht. Ich meine, so ein iPhone, iPad, irgendein Ei jedenfalls haben wir nicht, ne? So irgendwas, was man auf den Schreibtisch noch drauflegen könnte, ne? Also, mal sehen. Hier solche. Sondern natürlich Chairs, die können wir natürlich auch haben. Dann nehmen wir aber die mit Armlehnen, das ist ja wohl klar. So, ein paar da rausnehmen. So. Was geht, Bruder? Ey, Alter, ey! Was ist los? Geht was? Ich bin Prime. Was heißt Prime? CMD, hi. CMH, CMD, da komme ich immer drauf wegen diesem Kommando von DOS, ne, oder von Windows. Ne? Nee, was heißt du bist Prime? Was verstehe ich darunter? Über Twitch oder was? Dann müsstest du doch hier eigentlich so ein Symbol davor haben, oder nicht? Oder guckst du Primetime? Primetime heißt diesen Stream gucken. Genau diesen Stream. Jan Simon, hi. So, Bruder, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Nein, wir gucken ja noch mal ein bisschen. Dungeons, vielleicht sollten wir ein paar Skelette da hinsetzen. Ne? Das wäre doch mal was. Aber hier Birdcage, nee. Irgendwie so ein Sweet Troll Dish, was auch immer das ist.
Aber wir haben bestimmt irgendwo auch diese Teetassen oder sowas. Warte mal, das gibt's doch auch irgendwie. Boah, es gibt so viele geile Items hier. Was auch immer scheiße auf Prime ist. Nein, das kann ich mir schon vorstellen. Aber Amazon Prime Account mit deinem Twitch. Ach, diese Geschichte. Ach so. Ja. Aber ich bin bei Amazon Prime, Dingsbums. Ich habe Ferien, also kannst rechnen, dass ich lang da bin. Ja, Jan Simon, hey, wieso hast du denn Ferien? Von was? Es gibt so Misthaufen. Also jedes Büro braucht so Misthaufen. Ne? Da sitzt der Chef drauf. Nee. Machen wir mal hier, gucken. Also hier gibt es die ganzen Betten. Ja, das sind die ganzen Beamten hier, also die hier, ne? Mal gucken, was wir hier noch so alles finden. Nee. Bandalero, ich bin's der Kanacke. Am Dienstag beginnt dein Praktika. Das geht nicht. Das kann Dienstag nicht beginnen. Es gibt kein Praktika. Es sind nur die Praktika. Wenn, dann hast du ein Praktikum. Ah, kleiner Unterschied. Aber scheiß drauf, ich weiß ja, was du meinst. So, aber ich bin's der Kanacke. Wer weiß, wer es sich schon selber so bezeichnet. Der, guck mal, den nee, Datenboard machen wir jetzt nicht. Nee, warte mal, hier so ein. Nee, es ist so eine. Ach komm, so eine Schultafel, die nehmen wir auch mal. Komm mal her. Kann man mitspielen? Und welches Modpack habe ich? Herbstferien, bin nicht Grundschule, sondern bin ein ORS-Schüler. Was? Ich bin ein ORS-Schüler, was auch immer das ist. Aber wenn du mehr wissen willst, guck mal. Geht so. Da steht dann, kannst du alles mal durchlesen, dann weißt du mehr. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier noch haben. Was wir hier von Checkers. Will ich Checkers haben? Ne, will ich nicht haben. Gut, ich Fähnchen im Winde. Mikrofon. Ne, Glasrohr. Ach so, ich dachte. Ja, genau. So läuft das. So hast du das begriffen. So, hier so eine Gingerbread House. Oh ja, nein, ne? Nicht wirklich jetzt, oder? Was haben wir denn hier noch? Guck mal hier. Edge Sketch, was auch immer das für ein Scheiß ist. Ja, wie Fässer, das ist ein total wichtiger Zubehör, also völlig wichtig. Bügelbrett, ja, also das haben wir jetzt nicht. Nee, ach, guck mal, hier sind auch solche, doch, das sind solche Teacup, guck mal. Teacups sind wichtig. Jeder kriegt auf seinem Tea oder Coffee Cup, genau. So, was haben wir hier jetzt noch? Xylophon, das brauchen wir jetzt nicht so. Und sechs Rocking Horse, ja, ist klar. Paper Airplane, ja, das ist gut. Den kriege ich auch. Guck mal, was wir damit machen. Keine Ahnung. Ja, nö, gut. Okay, jetzt gehen wir erstmal hin und rüsten unser Büro aus. Ne? Wobei ich jetzt erstmal noch überlegen muss. Ja, nee, das machen wir einfach. Home Dingenskommens. So. Warum kann ich nicht durch mein Mic reden? Was weiß ich, was du mit deinem Mic alles machen kannst. Aber hier kannst du gar nicht mitreden im Sinne von, dass ich dich höre. Weil sonst würden mir 1000 Leute die Ohren zuknallen. Das geht gar nicht. Das reicht ja schon völlig aus, wenn hier im Chat manchmal so Leute so ein bisschen seltsam drauf sind. Da habe ich dann auch keinen Spaß mit. Deswegen habe ich ja alle bestimmte Worte werden hier einfach da ein bisschen weg. So, jetzt wollen wir mal erstmal dies mit dem Tisch machen. So, klutsch. Das machen wir das mit dem Notebook. Ah, jetzt haben wir hier dieses. Oh, so ein Riesenteil ist das. Echt. Na nee, so eine Schultafel, die machen wir zur Abschreckung. Guck mal, die machen wir zur Abschreckung hier. Zwar.
Was läuft bei denen falsch? Okay. Gut, war jetzt nur scherzeshalber. Was haben wir hier? Die ganzen Chairs. Sollen wir mal die Chairs gucken, wie rum die stehen? Ah, die stehen so rum. Okay. Hey. Hallo, du Arsch. Setz dich. Warum machst du das jetzt nicht so? Was läuft hier falsch? Guck mal, wie das Ding aussieht. Ja, ist ja gar nicht uncool. Ach, geht so. So. Mal hier nochmal einen hinhauen. Und da auch nochmal einen hin. Den machen wir ein bisschen so. Guck mal. Ja, so in der Art. Wissen Sie, wer ich bin? Nee, woher soll ich das wissen? Bin ich Hellseher? Ich meine, ich habe zwar göttliche Eigenschaften, aber so richtig hell sehen weiß ich nicht. Ne? Aber es gibt so, ich hab so Vorstellungen von Leuten, die mir solche Sachen schreiben. Ja? Vor allem, wenn die mir im Real Life mal begegnet sind und dann hier aufschlagen und dann so durch die Blume erzählen wollen, was sie alle können. Ne? Aber ich sag mal nur grundgesetzlich, dann richtig liege, ja? Dann sagst du jetzt mal einfach nur ja, dann weiß ich den Rest. Okay, aber egal, jetzt wollen wir mal gucken, guck mal, die stehen doch scheiße hier. Der steht gut, aber der steht scheiße, da kann man ja nicht ein. Das kann der nicht, das ist zu weit weg. Das heißt, da müsste der gedreht werden. Ja, gut, da ist jetzt. Holland in Not. Nee, da oben drauf wollen wir jetzt keinen haben. Ich wollte jetzt die Kompis dahin bauen. Da kann man keinen hinbauen. Guck, auf dieses Ding mag der nicht, der blöd. So, machen wir hier auch noch mal einen hin. Das ist jetzt. Warum geht der denn jetzt nicht? Was soll das denn? Hä? Hier geht das und da nicht. Aber doch, das geht. So war das. Wie war das gerade? Was läuft falsch? Gerade war noch eine Sekunde da. Oder war das nur, weil er falsch gerechnet hat? Scheiße Computer. Haben immer recht, die Wichser. Entschuldigung. Aber wir sind ja nach 9 Uhr. Wir können jetzt. Das ist auch ein Adult-Stream jetzt. Also, wir können da jetzt quasi können wir vom Leder halten. So. Nee, also hier kommt jetzt was anders hin. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Da kommt das weg. Da tun wir jetzt Book and Kill hin. Mal gucken, ob wir irgendwie einen gekillt kriegen. Hatte der doch gerade. Ging doch gerade, der blöde Mann. Ey, was soll das? Was wird das? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Also, you can't place that there. Nein, das hier wird ich sag mal, ein Community-Büro, ja? Also, wir haben ja hier. Boah, ist wieder einer, der seinen Auspuff nicht reparieren kann, weil er keine Kohle hat. Nee, das ist ja jetzt die Kommandozentrale von Star Wars, von diesem Todesstern. Diese Kommandozentrale wird hier unten sein. Und die Kommandozentrale, da sind natürlich Leute, die denken können. Die kannst du nicht in so ein Großraumbüro packen. Deswegen will ich jetzt mal versuchen, eine alternative Art von Büro zu entwickeln. So wie ich mir vorstelle, dass Büros gut funktionieren. Ja, also jetzt kann man zu zweit kann man jetzt hier sitzen und sich irgendwie in so ein LAN haben und dann gegenseitig diskutieren und arbeiten. Und hier kann man jetzt auch irgendwas machen. Der Scheiß, der geht ja wieder nicht. Warum nicht? Was soll der Scheiß? In dieser Zehntelsekunde, wo der gerade mal weiß wird, ne, macht der genau das. Nicht, oh, mal gucken. Genau. Der blöde Arsch. Ne, das macht er nicht. Ach, Kacket. Ist doch allzu groß. Komm her, mach mal runter. So, jetzt so ein Loch wieder. Ich hasse das, ich hasse das. Also dieses. Na gut. Es ist ja gut, dass beim Schnee in der Regel nichts verloren geht. Kann man Schneebilder ausmachen, ist das wieder in Ordnung. Okay, also das geht hier nicht. Mal gucken, diesen komischen Papierflieger, ob wir den dahin tun können. Das sah doch cool aus. Wenn der dann auch jetzt noch richtig. Hier kannst du nichts drauf. Hier passt nichts drauf. Das gibt's doch gar nicht.
Warum fucking macht er das nicht? Echt? Was soll denn das? Ich glaube, wenn der weiß aufklingt, dann ist das gerade nur ein Bug oder so. Das ist doch fuck. Egal. Scheiß drauf. Dann machen wir jetzt hier nur einen, der da sitzt, und hier einen, der da sitzt. Ey. Hallo? Es kann der mir doch nicht erzählen, dass der Position von drei Tischen hier verbrät, nur weil ihm irgendwas nicht passt oder was, der blöd. So. Genau, so sieht das doch cool aus, ne? So in der Art. Da müssen wir noch weiterentwickeln, wir sind noch nicht fertig, also da wird noch mehr. ScanFN, hi. Ja, mit der Zeit ist das so eine Sache. Ich kann da auch ein trauriges Lied von singen, also. Aber gut. Das werde ich jetzt mal zusehen, dass ich hier in der Art von. Oh, fucking. Das ist nicht gut hier. Ist ja meine Kamera leider abgestürzt. Da hat es zwar überlebt, aber jetzt muss ich hier. Ich habe eigentlich jetzt ein zu, ziemliches Chaos hier im Augenblick. Das gefällt mir gar nicht. Aber gut, kann ich jetzt nicht ändern. Wir streamen jetzt erstmal und ich vergesse den. Ich hab Greenscreen hinter mir und ich sehe den ganzen Bürokram nicht. Nur auf der Webseite, was? Jan Simon, wo kann ich das Modpack Hose ohne die Tati-Plattform finden? Und runterladen. Ja, Jan Simon, guck mal hier. So geht das. So, aber das ist natürlich nicht alles. Wir haben noch mehr von diesen komischen Sachen hier im Inventar. Vor allem, da bin ich ja mal gespannt, was wir hier so treiben. Sollen wir hier so eine spezielle Sitzgruppe machen. Guck mal hier, so ein cooler Tisch. Na, guck mal. Er ist ein bisschen jetzt zu. Nee, wir müssen erstmal diesmal anders machen. Wir müssen erst die Stühle hinstellen und dann den Rest. Pass mal auf. So geht das. Müssen wir mal sehen, ob wir das so bauen können. So, wir werden den mal hier hinstellen. Das kann er natürlich wieder nicht, ist klar. Echt. Das ist echt fucking scheiße schwierig, ne? Diese ganzen Items hier so hinzustellen, dass es echt aussieht. Und trotzdem, trotzdem eben so hingeknallt. Na, schauen wir mal. So, gucken, wo der denn hinpasst. Da passt einer hin. Passt da nicht so ein Diagonal hin? Einfach so gerade über dieses Minecraft-mäßige Ätzend. Na gut. So, jetzt kommt die Kap. Das sieht Kaffee noch da drauf. Wo haben wir denn jetzt hier? Hey. Was? Nee, ne? Wie scheiße ist das jetzt? Guck mal hier, noch eine blöde kleine Tasse. Die passt da nicht drauf. Das liegt bestimmt an diesem Computer. Pass mal auf. Den hau ich mal weg. Und schau da. Stellen wir einfach so eine einzelne Kaffeetasse hier hin und gut. Und dann können wir den Kompi vielleicht immer noch hier hinstellen. Oh, ne, guck mal, da geht noch eine. Da geht noch eine. Nee, aber das will ich nicht. Ich will da den Kompi wieder hin haben.
Moin Moin, was auch immer Bandalero meint. Und Overtry, hey, hi. Ja, Overtry, du hast mir letztens noch das ein oder andere Mal gefehlt, aber leider können wir das jetzt nicht rückabwickeln. So, ich verstehe schon, was ich meine. Ne? Okay, aber jetzt haben wir natürlich jetzt hier, komm, die kriegen ja auch noch eine Tasse. Die gibt es gar nicht, gibt es nicht. Dann müssen wir noch ein Sideboard nehmen. Wir stellen hier hinten noch ein Buffet hin. Genau, vor die Tafel kommt noch ein Sideboard. So nach dem Motto, da gibt es auch irgendwas zu essen und zu trinken, so buffetmäßig oder sowas. Irgendwas lassen wir uns dann noch einfallen. Und den Flieger, guck mal, den Paperflyer, den brauchen wir auch. Müssen wir irgendwo nochmal. Kann man diesen blöden Tisch hier hinstellen? Da kommt jetzt der Flieger drauf. Hallo. Das ist doch genau das Richtige. So, aber auf die rechte Seite kann man nichts bauen. Das ist doof. Schade eigentlich. Ich verstehe das Twitch Prime nicht. Ich verstehe überhaupt gar nicht, was man mit Prime haben soll. Die verdienen doch über Werbung sowieso Geld. Was wollen die dann mit Prime? Wofür soll das gut sein? Was bringt das? Das ist alles immer nur für Konsum. Und Konsum, also ich produziere lieber, ich habe keinen Bock auf Konsum. Konsum geht beim Arsch vorbei. Ne? So. Also das haben wir hier schon mal. Kann man hier vorne auch einen querstellen? Geht das? Guck mal hier. Könnte man noch einen querstellen, ne? So als der Chef hier mit Kaffee. Nee, der Chef mit Kaffeetasse. Klar. Chef mit Kaffeetasse. Geht immer. Da muss der Chef aber noch einen Stuhl haben. Was sitzt er denn überhaupt nicht? Oder, nee, Chef muss nicht sitzen. Chef muss immer arbeiten. Chefs arbeiten immer. Also so auf die Art könnte man jetzt so, ne? Da müssen wir hier noch ein bisschen mehr bauen. Na, gucken wir mal. Aber wir müssen dann zuerst wieder nach Hause. Ich denke, wir müssen. Warte mal, das machen wir erstmal hier. Nee, wir müssen die Stühle. Wir brauchen mehr von den Stühlen. Ja, Leo, hi. Ne, wir müssen da hinten, von diesen komischen Shares, da müssen wir mal gucken, was das für Dinger sind. Wie auch immer die heißen. Chair. Hier, die sind das, ne? Genau, ich meine, das sind die. So, davon machen wir nochmal 10 Stück. Da haben wir auch ein paar über jetzt, so. Was? Die Hitzboxen in den Dekoras sind noch etwas verpackt. Ja, ja, habe ich gerade gemerkt. Ja. Bei einem großen Tisch kann man keine Teller mit Besteck auflegen, wenn in der Mitte eine Buffetplatte steht. Ja, das ist alles Fingerfood. Brauchst du keinen Teller und Besteck. Teller und Besteck. Ey, hör mal. Hat man heute anders. Nennt sich Minuto. Guck mal, in Mikrowelle schmeißt du Glück runter. Wir sind hier auf einem Star Wars-Dings vom Star Todesstern. Da kannst du mit Todesverachtung irgendwie so einen komischen Astronautenkram nicht rein. Am besten ein paar Pillen. Dann ist das gut. Da brauchst du kein Besteck. Besteck. Quatsch. Aber am besten bedankt fürs Rüberkommen. Schöne Grüße drüben. So. Jetzt gehen wir mal rüber. Das Ding hier noch raus, sonst haue ich den gleich noch irgendwo hin, dann soll er ja gar nicht. Genau, so. Jetzt hatte ich eigentlich, danke für den Follow. Jetzt muss ich mal gucken, ob er hier so eine Büßerbank hinbauen. Guck mal hier. So, ne? Und davor kommen jetzt die ganzen Schreibtische. Das sind Vorkommen. Schreibtische sind Vorkommen. Die kommen vor. So, mal gucken hier. So. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, was wir jetzt eigentlich hier wollen. Jetzt müssen wir da hier vor noch. Eigentlich wollte ich so ein. Das müssen wir noch machen. Moment, ich bin noch nicht fertig mit. So. Denn ich wollte jetzt hier so ein U gebaut haben. Das war es geht nur so.
Na komm her. Also, dass man hier so eine größere Runde auch mal haben. Dass man verschiedene Inseln hat, auf denen man in verschiedener Mitarbeiterdichte eben auch arbeiten kann. Aber apropos Mitarbeiterdichte, ich habe einen Mitarbeiter, der mir fehlt. Das ist das Kölsch. Werde ich mir jetzt holen. So. Was? Alles gut, aber die Grafik ist lahm. Arc ist da etwas besser. Okay. Das gute Game, gute Game. Ja, ich habe aber Arc, jetzt habe ich ja, nee, habe ich heute nicht gemacht. Habe ich vorhin mal so ganz kurz, aber für Arc, ne? Da muss ich mich arg anstrengen. Und ich wollte jetzt einfach nur mal so ein bisschen relaxen. Also ich habe also genug Stress heute wieder gehabt, das reicht eigentlich. Ich brauche jetzt nicht auch noch Arc als Stress. Arc ist stressig, weil ich ja noch nicht überleben kann. Also ich habe noch kein Bett, ich kann keinen Ort definieren, an dem ich wieder ein neues spawne, wenn ich komme, wenn ich onkomme. War es jetzt richtig formuliert? Wer was Böses denkt. Hallo. Ne? So, also wenn ich onkomme. Kann ich also noch nicht. Hol dir ein kühles Blondes. Genau, mach ich, Bruder. Genau. Gern Leo, hi, ja genau, so. Nein, bis außen Gelände. Außen Gelände, ist klar. In meinem, wie soll man sagen, in meinem Dunstkreis jetzt einen getroffen, das ist ein Naturtalent, das weiß der bloß nicht. Das heißt, der weiß das schon, der traut sich bloß, er ist ein Angsthase, ein Schisser ist das, ne? So ein richtiger Schisser ist das, ne? Der kommt irgendwie da aus Persien, meint jetzt, er wäre irgendwie Zarathustra-Fan oder irgendwie so Kram da, ne? Irgendwie so, ne? Und würde da jetzt einen von machen und ist, sagen wir mal, in Deutschland sehr gut mit den Worten, also der kann also sehr gut deutsche Sprache. Also für jemanden, der aus dem Ausland kommt, ist es ja schwierig. Also ich stelle mir jetzt mal vor, dass ich nach Teheran ziehen würde und würde da jetzt mal ein paar Jahre leben, da müsste ich ja auch Persisch können. Herr, das ist anstrengend, dass ich, ne? Also ich finde das immer toll, wenn die Ausländer hier hinkommen und so gut wie der Deutsch sprechen. Das ist total gut. Ne? Und der hat auch gute Ideen im Kopf. Muss er nur ein bisschen kanalisieren und da muss er daraus was machen. Sage ich den ganzen Tag. Und das ist so wie hier, ne? Hi Bruder, ne? Ich Außengeländer, genau. Außenländer, genau. Ja, nee, es gibt ja auch Leute, die das ganz gut. Also der nimmt sich ja selber auf den Arm. Ne? Also er darf als Ausländer über Ausländer nerv. Er darf als Ausländer über Ausländer Witze reißen. Wenn wir das tun, gibt es natürlich Stress. Das ist ja klar. So, wenn ich jetzt aber als Deutscher über unsere deutsche Geschichte Witze reiße, dann ist das wieder, darf man nicht machen, gehört sich nicht. Ne? Also, aber der macht das sehr locker und eigentlich hatte ich mit ihm so mal so die Idee, lass uns doch mal so eine Challenge machen, wer die größten Flüche kennt oder die bösesten Schimpfwörter, irgendwie sowas. Ne? Da hoffe ich auf euch, da hoffe ich auf euch. Ne? Ich will von euch die Liste haben, was auf dem Schulhof so alles erzählt wird über die. Na, lass mal jetzt mal. Und dass man dann da, wollte ich mich mit ihm treffen auf der Fähre. Da gibt es von Hiddorf nach Dormagen, gibt es so eine Fähre, nicht nur von Hiddorf nach Dormagen, auch von Hiddorf nach Lange. Also der wohnt in Chorweiler, was der Teufel. Also jedenfalls kann man dann mit der Fähre hin und her, die fährt immer so 5 Minuten oder 7. Und genau in der Zeit könnte man sich da immer gegenseitig, da mit Videokamera natürlich, voll auf die Fresse, ne, könnte man total gute Videos machen. Und gute Landschaft und ein bisschen, und dann hast du nicht gesehen, und dann richtig drauf. Ne? Also hatte ich so überlegt. Ich glaube, der hat das Schiss vor, das macht er nicht. Ne? Das glaube ich nicht. Ne? Habe ich heute schon mal geübt mit dem GC Erik, da war ich ja in Köln mit. Und, aber der traut sich auch nicht so richtig. Ne? Ich glaube, der nicht. Nein, die Leute müssen Zutrauen haben, offen aufzutreten, aber seriös bleiben. Ich meine, du kannst auch Scheiße erzählen, es muss seriös sein. Also seriöse Scheiße. Machen die Politiker den ganzen Tag.
Politiker machen den ganzen Tag seriöse Scheiße. Oder auch Versicherungsvertreter, ne? Die haben alle so Schlips und Kragen an. Ne? Das sind ganz seriöse Leute. Oh, die verkaufen alles, was sie können. Ja, aber es sind ganz seriöse Leute. Ne? Also, ne? Insofern kannst du auch YouTube, ganz seriöse, ich glaube, auf YouTube sind mehr seriöse Leute, als in der ganzen Wirtschaft rumlaufen. So. Okay, Brüder. Was hast du? Bandelere ist in der Mittwoch duzen wie uns alle. Ja, genau. Was? Jetzt habe ich irgendwas verpasst. Wollen wir mal gucken. Genau, nimm erstmal Schluck. Ja, hast du recht. Die Flasche ist an, offen, aber noch nichts raus. Ne? Genau, gute Idee. Ich bin in der Mittwoch. Wir sind nicht so förmlich. Ne, bestimmt nicht. Ne? Was eben so ein Bizeps? Deutschland. Genau, Brüder. Okay. Indie-GPM und ich empfehle dir mal zwei Softboxen. Ich habe zwei Softboxen. Ich kann die andere ja mal anmachen, so zur Abschreckung. Allerdings nicht zur Abschreckung von euch. Nicht zur Abschreckung von euch, sondern zur Abschreckung von mir. Weil dann habe ich zweimal hier diese Monster-Dinger, die braten mir voll aufs Auge. Das ist also erträglich, kann man machen, aber muss man nicht oft haben, ne? So, ja, genau. Hey, wenigstens einer, der auf mich aufpasst. Der muss jetzt auch alle halbe Stunde sagen, ich bin doof. Na, ich kann jetzt nicht, Brüder. Ich muss jetzt mich erst einmal bewegen, sonst sagt der Server gleich, ich habe mich nicht bewegt. Ich bin hier faul und stehe nur rum. Ne? So, aber jetzt mache ich das. Salute. Jetzt mache ich euch die zweite Software zur Auswahl. Das ist echt brutal hell. Ne? Das kann man mal machen, wenn schlecht Wetter ist oder mir sonst irgendwie schlecht geht und ich müde bin, da kann man mich auf die Art und Weise wecken, ne? Aber ey, hallo, ne? So, aber ich habe ein anderes Licht. Das habe ich heute gefunden. Ich weiß gar nicht, ob das so geht. Ich probiere das mal einfach. Das geht, glaube ich, so nicht. Wollen wir mal gucken. Guck mal auf. Habe ich heute gefunden. Bin GC-Erich in Köln und da haben wir so ein bisschen in den Shops, das ist so ein Bluetooth-Lautsprecher, der hat obendrauf so ein Flash, also so ein Disco-Ding. Ne? Ne? Das ist genau das Richtige, dass wenn ich mir dann die Tage mal so einen Wohnwagen hole, dass ich dann das Ding einbaue und dann haben wir das Disco-Feeling, ne? Beim Streamen. Ne? Da kommt auch das Grün weg, da machen wir hinten und machen wir Bilder von in der Disco, so ein Webcam in der Disco einbauen. Da habe ich einen Bekannten, der macht da immer so Dormen, ja? Der soll dann mal die Kamera einbauen. Also schauen wir mal. So. Genau. Guten Abend, Indike. Schön. Ja, genau. Die Indigo. Genau, ja. Wolfgang, ach so, verstehst du? Guten Abend, der Herr. Genau, richtig. Ja, die Frau bringt gleich Kölsch. Ja, ist klar. Welche Frau? Frau ist anständig. Frau ist ein Anspruchsteller. Frau sind umständlich. Ja, nicht nur umständlich, das ist feines Deutsch. Umstände und umständlich, das ist nicht dasselbe, Meister. So, blub, genau. Lian Astra, den Namen habe ich doch vorhin beim G-Time gelesen. Habe ich in Erinnerung. Also besten Dank fürs Kommen auf jeden Fall. Beste Grüße und Wünsche auch zurück, der ist, habe ich im Auto on. Wünsche euch einen schönen Abend. Ich mag deine Streams, kann sie aber selten aus dienstlichen Gründen leider nicht schauen. Falscher Dienst. Also ich meine, die Streams kannst du dann natürlich nicht gucken, aber wir werden das demnächst ändern. Also ich habe eigentlich vor, also mit dem G-Time, ich muss mit dem irgendwie mal reden. Also richtig so TS oder sowas, ja. Dass wir uns gegenseitig abwechseln und weil der ist ja häufiger on als ich, dass man dann sagen kann, okay, wir stimmen mal ab, wann wer ARK macht oder ob wir beide gleichzeitig machen oder dass ich ihn hoste oder er mich hostet oder dass man so eine Gruppe hat von Leuten, die gegenseitig sich nach oben beamen. Ich meine, der G-Time ist schon groß, aber es kann ja eine super, super coole Sache sein, wenn man mit vielen Leuten noch größer wird. Ne? Also das ist so meine Idee, aber okay. So, blub, guten Abend, genau. Nee, er ist off. Ach so, ah, okay. Als Mod muss man halt immer da sein. Wie, wenn der off ist, bist du auch da? Ah, mich wundert immer, wie die das machen, dass da in dem Chat, auch wenn der off ist, immer noch was steht. Das habe ich überhaupt noch nicht verstanden. Da bin ich jetzt zu doof zu vielleicht. Ne? Aber gut, das kriegen wir noch.
Ja, Mann, ja, Mann, was denn? Lindy Kev ist noch aus you. Besten Dank dafür und fürs Followen auch. Ich mache das jetzt hier nicht mehr so, dass ich die Follower und so alle nenne. Also automatisch, weil da gibt es ja Leute, die das also gnadenlos missbrauchen. Bist du auch noch ein bisschen Minecraft? Ja, Overtry, so muss das sein. Ach so, jetzt habe ich Lian Astra, jetzt habe ich das verstanden. Ja, aber mit dem Verstehen ist bei mir schwierig. Ne? Das liegt also in der Natur der Sache. Ne? Verständnislose Gesellschaft. Sagte man, kann man die nicht da, guck mal hier. Da hängen wir mal einen und direkt daneben nochmal einen. Ne? Die sitzen jetzt im Pärchen. Ne? Also, das ist ja eine Sache, dass diese Leute einfach hier sich drumherum setzen. Das muss ich noch bauen. Wie viel brauchen wir denn eigentlich? Ein, zwei, drei brauchen wir noch. Eine drei und dann eine. Warte mal. Mal gucken. Der ist hier in der Mitte. Der geht da drum. Oh, das wird schwierig, wenn wir Pech haben. Warte mal. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Doch, das geht. Eins, zwei, drei. Zwei, drei, vier. Also vier Stück muss ich noch haben. Was? Ja, bis zum nächsten Mal. Nö, da kann er auch hier mitmachen. Der Overtrain, der weiß das ja. Der könnte, wenn er wollte, auch hier mitmachen. Da ist er auch herzlich willkommen. Na, er muss es nur tun wollen können. Ne, überhaupt. So, jetzt haben wir nochmal hier. Vier hat man gesagt, ne? Warte mal, das war ziemlich weit unten, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hier kam das jetzt irgendwann mal. Warte mal, wo war denn? Nein, das ist mir zu weit. Warte mal, hier. Wooden Desk, das haben wir gesagt, vier. Vier. Und dann hatte ich noch irgendwas gesehen. Suchen wir solche Sessel. Da machen wir drei raus, nehmen wir auch mal mit. Aber irgendwo war so ein Kaffeeset. Ich weiß, dass es so ein Kaffeeset gibt. Hier, dieses hier. Nehmen wir einfach. Tun wir mal so, als wenn es das wäre. Gut, hier haben wir zurückbauen. Ups. Ich wollte auch unbedingt noch gucken, da steht unten so ein Computer, der ganz interessant ist, der anders ist als der von diesem Dekokraft. Das ist ja als Dekokraft, aber dieser Computer hier, das ist nicht irgendein Computer, das ist ein richtiger, das ist ein vom Mechanismus irgendein Computer, von dem ich gar nicht weiß, was er überhaupt ausmacht. Das ist hier quasi zündende Atombombe oder so. Ich glaube, kann man den noch anklicken? Ja, guck mal, Security Desk. Trusted Players. Ey, was auch immer man damit machen kann, ne? Ja, ciao Bandalero. Bis dann mal. So, jetzt wollen wir diese komischen Desks erstmal hier hinstellen, sonst verpassen wir da noch den Zug oder was? Ja, ist klar. Ist klar. So, und jetzt Bruder geht hier raus. So. So in der Art. Jetzt haben wir hier so einen Spezialsessel. Den gucken wir mal, wie groß der ist. Wie groß der ist. Also hier, na gut, hier ist der Eingang. Das können wir natürlich so nicht machen, ob wir hier noch so eine Sitzgruppe hinklatschen können. Geht da noch ein? Der geht. Warte mal. Dahin geht einer. Fuck it. Da geht einer hin. Ah, nee, das ist nicht gut. So, auf die Art können die sich dann da aufhalten. Was? Hast du das alles selber gebaut oder eine Map gedownloadet? Nein. Also erstens, nein, habe ich es nicht alles selber gebaut und zweitens Map downloadet auch nicht. Sondern es haben hier ein paar Leute mitgespielt, die das mitgebaut haben.
Ich baue natürlich auch immer weiter und weiter und weiter und, ne? Aber da waren eben ein paar Leute und jeder kann hier mitspielen. Jeder, der möchte und einigermaßen geradeaus im Kopf denken kann, der kann hier mitspielen. Das geht. Ja, das ist keine Diskriminierung, das ist ein öffentlicher Server, das geht. Ja. Aber hier auf die Map kommen natürlich nur Leute, von denen ich glaube, dass man mit denen spielen kann, weil ich habe keinen Bock, dass man hier solche voll kann. Nee, das kann ich jetzt nicht sagen, weil er ist ja gerade noch da. Nee, der ist ja weg jetzt. Nee, gut, das kann ich das sagen. Solche merkwürdigen Leute, da habe ich keinen Bock drauf. Genau, das ist der Service. Warte mal, wo steht der? Wo ist der runde Tisch da? Guck mal hier. Das war noch gerade noch. Was für eine scheiße Hitbox. Scheiße. Was ist da? Ein bisschen scheiße, aber läuft. Guck hier. Jetzt sind zwar vier Tische, vier Stühle und drei, aber gut, soll mir egal sein. Auf die Art und Weise kann man sich ein bisschen nett machen. Ne? So, jetzt müssen wir auch noch die Stühle brauchen. Da brauchen wir auch noch mal was. Wie viel brauchen wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also sieben brauchen wir bestimmt noch dafür. Schups, gehen wir wieder zurück. Vergiss dein Kirschig. Ja, Leo, ey, man. Endlich mal einer, der ordentlich nachdenkt. Knoxel. Genau. Mit dem Swapol. Ja, ich weiß, es gibt solche Software und solche Portale, aber ich wollte eigentlich, was ich eigentlich will, ist, dass ich die Leute, die hier den Stream gucken, und auch andere, die das eben irgendwann mal sehen, dass die wissen, dass es Ark und Minecraft bei mir gibt und dass die gucken, was ich da mache. Das ist ja nicht nur zwei Videos, die da jetzt sind, sondern ich werde die zukünftigen Videos, die ich von heute ab in Zukunft baue, wo das ja ein bisschen parallel läuft, das werde ich dann da veröffentlichen. So, für heute Abend mache ich den Stream Minecraft. Ja? Den werde ich gleich da onstellen und dann können die Leute gucken. Und da können die auch hören, was ich so erzähle und dies und jenes. Ne? Und wenn die das gut finden, ist gut. Und dann sollen sie das Wort. Also umso länger die das gucken, umso länger die meinen Ideen oder unsere, das ist ja nicht nur meins, das ist ja alles zusammen. Wir sind ja Community. Solange die unserer Community folgen und mitmachen, mitdenken oder dann auch mal onkommen, umso geiler ist das natürlich. Und wenn die das bei Ark machen, ist es eine andere Leute. Das, oder nicht, das sind vielleicht die gleichen Leute, aber Ark ist halt eine andere Dynamik. Da muss man halt gucken. Deswegen habe ich das nicht so eine billige Klick-Dings da, eine Zähl mal eben, sondern das soll intelligenter laufen. Ne? So, Bobby, hi. Das setzende Item ist genauso schwer wie. Ja, genau. Ich habe es gerade gesehen mit dem komischen Süßkram da. Ganz genau. So, hi Lord. Ja gut, auf die Art und Weise wollen wir jetzt, was haben wir gesagt? Sieben braucht man mindestens noch, ne? Sieben von diesen Chairs. Von denen. Komm, sieben. Was brauchen wir noch? Guck mal, sind ganz andere Chairs noch, ne? Was ist das denn? Barrel Chair? Was läuft denn da falsch? Den kriege ich hier. Den kriege ich. Was ist das denn? Chain Button? Nee. Na gut. Wenn es schon gediegen sein soll. Die haben doch auch so ein Kronleuchter-Ding hier, ne? Warte mal. T-Set, gucke an, das kriegen wir auch. Das kriegen wir gleich ein paar Mal. Genau, so. Aber ich meinte hier hinten auch so ein Kandelaber-Ding, so ein Kronleuchterteil.
Es sind so viele Sachen, dass man zwischendurch den Überblick verliert. So eine Waage. Das ist ja absurd, im Weltraum eine Waage, ne? Vor allem noch so eine Balkenwaage, ne? Okay, mit der Hängebrücke, ja. Man sieht Chetty im unteren Teil vom Bild. Ach so, ja, echt? Ja, das kann sein. Ich habe das noch nicht. Ja. Warum dachte mir das jetzt nicht? Pass mal auf. Das muss ja so laufen. Ich habe das falsch eingestellt. Warum zur Hölle? Ihr hättet das auch schon vor einer Stunde sagen können oder so, ne? Ich meine, ist es mir egal. Ich bin da also schmerzfrei. Ich kann das alles so halten, ne? So. Hast du den Mr. Crayfish Furniture Mod in was habe ich bitte? Also Lord, auf jeden Fall besten Dank dafür, ne? Was ist. Hast du den Mr. Crayfish Furniture Mod? Was weiß ich? Woher kann man das wissen? Ich kann das höchstens mal unten hier im Not Enough Items eingehen. Wie heißt er? Sieht so aus. Mit Waschmaschinen? Nee, ich will nicht arbeiten. Guck mal, hier ist eine Waschmaschine. Nee, Leute. Nee, ernsthaft jetzt? Was ist das denn hier? Curtain. Ach, ist klar. Was haben wir denn hier noch? Ein Drucker. Oh, das ist eine coole Sache. Wie kriegt man den? Doch, das hat was. Also einen Drucker kriegen wir noch und so einen großen Computer. Mal sehen. Stereo. Ach, das ist, wo alle Teile funktionieren. Was heißt der funktionieren? Beim Drucker kommt der Papier raus, beschriebenes. Was läuft ab? Also das habe ich ja offenbar hier, ne? Machen wir, wir bauen mal so ein Ding. Warte mal, irgendwo habe ich ja hier meine. Ich habe ja ME-System nicht ohne Sinn. Wahrscheinlich habe ich zwar kein Papier, aber das kriegen wir dann ja irgendwie. Wo ist denn das jetzt, der Drucker? Ah, der, wir haben sogar Papier. Und der funktioniert? So ein 3D-Drucker oder was? Hey, wie cool sieht der denn aus? Kann man den anklicken? Ey, was läuft denn hier ab? Kann man da was mit machen? Guck mal, kannst du einen Stein rein? Nee. Was kann man denn damit machen? Auf jeden Fall hat das was, definitiv. Also finde ich, danke für den Tipp, es sieht gut aus. Wollen wir mal gucken, was die noch alle zu bieten haben, die Leute. Wollen wir mal gucken, was haben die denn hier oben? Auch solche bewegten Blöcke hier, guck mal. Die kannst du aber nicht herstellen. Ach, du meinst, er muss ein Papier einlegen? Ja, echt? Ein bisschen Papier habe ich ja. Nee, Papier will er nicht da oben. Okay, und jetzt? Nee, kann man keine. Ich dachte, man könnte jetzt schreiben oder sowas. Beim Drucker macht man oben Papier rein und dann braucht der, denke ich mal, Tinte. Ah, ja, genau, Tinte hat der auch. Da gibt es irgendwie so ein, habe ich schon gesehen, so eine Ink-Dingsbums-Patrone. Hier, das Ink-Cartridge, das wird das wohl sein. Oh ja, cool, das brauchen wir. Ich hab kein Tintenfisch, echt, ne? Okay, gehen wir müssen jagen. Den Spaß erlauben wir uns doch jetzt. Also echt, den lassen wir direkt mal stehen, wir gehen mal Tintenfisch jagen. Hier sind sonst immer Tintenfische, jetzt nicht. Genau, jetzt wo ich die Tintenfische brauche, ne? Bin ich natürlich genau nicht da. Doch, da ist einer, guck mal. Flups.
Da haben wir noch ein paar. Ja, da sind noch ein paar. Guck mal. Bom-bom. Hier auch noch mal. Zap. Hat doch was. So. Was? Und Papier. Ink, sag ich. Also zeigt die Haltbarkeitsleiste nicht die Beschädigung, sondern die Sauberkeit. Was? Habe ich jetzt irgendwas überlesen? Was heißt Sauberkeit? Gut, wie dem auch sei, jetzt machen wir jetzt mal den Inksack. Die Assoziation habe ich jetzt nicht mit assoziiert. Komm, das verschwindet jetzt mal hier. Da haben wir zwei. Lass mal ein da rein. Schauen wir mal, was er damit macht. Hier oben. Okay. Jetzt kann er immer noch nichts mitmachen. Ich denke, da muss man mal eventuell ein Tutorial zu machen. Das ist auf jeden Fall. Aber hier kann man jetzt nichts schreiben. Also ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie. Ja. Da fehlt man möglicherweise diese Computer für brauchen. Die muss man wahrscheinlich anschließen. Tausche mal Papier und Tinte. Ich denke, da muss man einen Computer anschließen. Warum sollte das Ding drucken können? Also ohne, dass man. Wieso? Ich habe den noch gerade getauscht. Moment mal. Was läuft da jetzt falsch? Ich habe das doch gerade getauscht. Papier sollte oben sein. Und dieses Zeug da. Aber ich denke, der macht nicht. Du wirst später mal ein Tutorial dazu ansehen. Das ist zwar prinzipiell eine gute Idee, aber so schnell kann ich Tutorials nicht herstellen, damit du das gleich gucken kannst. Tja, ich denke, wir werden einen Drucker dafür, einen Computer dafür brauchen. Oh, guck mal, ist ja cool. Machen wir mal. Stellen wir mal daneben. Vielleicht kann man dem Drucker dann dem Computer sagen, was er drucken soll. Ach, guck mal, mit so einem Röhrending. Du guck mal, so ein Ding habe ich noch im Keller stehen. Ist es denn wahr? So, ups, was? Bei? Mein bei. Hardened Clay? Was läuft ab? Also, da hatte wieder einer gefollowt. Ah, ja, Lord, besten Dank, dass du dich darum kümmerst. Gute Sache. Auf jeden Fall alle herzlich willkommen, aber was läuft denn hier? Guck mal hier. Was zur Hölle? Okay. Da kann man jetzt, aber der Computer macht jetzt nicht irgendwie was Besonderes, ne? Damit kannst du Zauberbücher kopieren. Was läuft ab? Ja, echt? Das ist eine gute Idee, ja. Zauberbücher kopieren. Das probieren wir mal. Guck mal, so ein Ding hier. Losing 1. Gucken wir mal einfach. Du kannst Sachen gegen Emeralds herstellen. Ja, das habe ich schon verstanden. Also der Computer, ich verstehe Computer schneller als andere Sachen. Das ist mir schon klar, ne? Ach, du hast gegoogelt, ey, du Cheater. Naja, das macht er aber nicht. Das ist ein ganz einfaches Losing 2, ich weiß gar nicht. Sogar von Minecraft. Apps was? Moment mal. Hier macht der was. Guck mal, hier macht der was. Der Tinte jetzt.
Es ist natürlich die Frage, wie lange das jetzt dauert und ob der wirklich Papier braucht. Ach, guck mal hier, boah, das dauert aber lange, weil das muss aber einer handschriftlich kopieren, glaube ich. Auf jeden Fall hat das was, egal was. Das ist cool. So, aber der Drucker ist dann. Achso, ne, was ist der jetzt? Ja, der kannst du mit. Ja, genau. Ne, den nehmen wir mal mit, die Sache. Das ist. Hat was. Hat da was. Abbauen, 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 mitnehmen. Wo ist der Einzelschreibtisch? Da. Da können wir das natürlich jetzt nicht wirklich gut machen. Der Papierflieger kommt sowieso woanders hin. Da habe ich eine bessere Stelle für. Da kommt der Drucker hin. Mit dem Cartridge. Mit dem tollen Buch, was er kopieren soll. Da kann er sich Zeit lassen. Und dieser komische Computer. Das können wir auch nicht so bringen. Das ist doof. Das sieht hässlich aus. Da nehmen wir mal einfach einen von diesen Plätzen. Hey! Hallo? Ah! Okay. Was natürlich nichts daran ändert, dass wir doch in der Moderne angekommen sind und vor allem die Leute hier also ernstzunehmendere Geräte haben. Zugabe, ja, genau. Gute Idee. Na, also auf die Art und Weise können wir jetzt hier richtig cool ein geiles Büro machen. Ja, war ja auch total zu. Es gibt so viele Sachen in Minecraft, ne, die ich noch nicht ausprobiert habe. Es gibt Leute, die kennen angeblich schon alles, aber das glaube ich nicht, ne? Das glaube ich nicht. Und so, aber Chair, 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 Chair. Hat man nicht Chairs gemacht? Doch hier, Chairs, genau. Wo wir noch ein paar hingestellt haben von den Dingern. Das muss natürlich hier an dem Computer muss auf jeden Fall einer stehen. Das ist schon mal total wichtig. So, das sieht doch ganz locker aus eigentlich. Auch noch einen über. Okay. Guck mal, hier noch einer hin. So. Nee, ich denke auch, das geht nicht wirklich mit dem Ausreizen, schon mal gar nicht, aber. Ja, das ist auch ein cooles Ding. Das müssen wir auch nochmal irgendwo hinstellen. Also pass auf, das machen wir folgendermaßen. Oder jetzt stellen wir hier den Hörsaal hier. Genau, jetzt stellen wir hier den Hörsaal. Warum eigentlich nicht? Können wir hier hinstellen. Schwupp, passt auch.
Was ist das hier? Es ist ein Safe, genau, ein Safe. Na gut, der kann natürlich noch woanders hin irgendwie. Naja, gut. So, da fällt er nicht auf. Warum hast du Schnee als Boden? Ja, weiß ich auch nicht so ganz genau. Nee, doch, weiß ich schon. Und zwar einfach hell. Es ist einfach hell. Hier unten drunter ist ja noch ein Raum. Da sollte die Decke hell sein. Ich wollte jetzt aber auch hier keine Kabel verlegen. Das heißt, Decke gleich Boden. Und da dachte ich mir, ich nehme nicht über Laboratorieblocks. Das ist mir zu eintönig. Und zumal ich Schnee in beliebigen Mengen automatisch herstellen kann. Da, ob ich da 10.000 Blöcke von verwende oder 200, das ist völlig egal. Ne? So, was für eine Bit-Java-Version braucht Hosenkopf, weil die 32 gehen nicht? Das weiß ich nicht ganz genau, aber ich denke, 32 Bit ist schon ziemlich was älter, mal vorsichtig gesagt. Aber es könnte sein, dass es kommt darauf an, was du für einen Prozessor hast. Normal würde man sagen, 64 Bit müsste laufen. Ah, einige Mods auf dem Team haben heute begonnen, gemeinsam auf einem Server das Novus Mod zu spielen. Ja, war das nicht, was der Kevin vorhin gemacht hat? War das nicht? Oder wie? Oder macht der was und die Mods machen was anders, oder wie? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sind wir hier schon relativ cool. Jetzt müssen wir nur diesen Quatsch hier verschwinden lassen. Eigentlich muss ich hier noch einen Niedergang bauen. Weil nämlich hier drunter sind ja diese Portale. Da müssen wir ja auch irgendwie hinkommen. Komm, jetzt habe ich noch einen Kompi über, den stellen wir jetzt mal hier hinten hin. Da, fertig, gut ist. So. Das Papier brauchen wir nicht. Das Papier brauchen wir auch nicht. Die Chests brauchen wir wahrscheinlich. Hier haben wir noch T-Sets, die sind immer cool. Achso, ja, das Modpack, was Kevin spielt, aber jetzt spielen die Mods von Kevin nicht mit Kevin auf einem Server. Also, gut. Ich muss nicht alles verstehen, ich bin da sehr schmerzfrei. Aber es ist schon erstaunlich. Ah, guck mal hier, das ist auch ein cooles Ding, ne? Bin ich auch mal für. Kaffee trinken, Tee trinken, läuft. Ne, da nicht. Ne, das ist nicht so cool. Das soll auch mal gucken. Dann hauen wir die Tasse mal weg hier. Und dafür kommt das dahin. Das finde ich besser. Das sieht cooler aus. Bei Schnee ist es halt nervig, dass wenn man aus Versehen ab und erst die Schnee will sagen, ja, komm, Lord. Ja, ja. Ja, ja. Ein bisschen wichtiger jetzt hier überlegen, wie wir hier runterkommen. Boah, schlechte Grammatik, knacke Deutsch, ne? Was war das hier vorhin, der eine da? Also wir müssen doch schon noch überlegen, wie wir hier runterkommen. Das ist ja hier quasi das zentrale Portal, der Portalraum, wo man sich hier kreuz und quer durch die Welt porten können wird. Hier ist ja noch Platz für ein paar, ne? Und auch hier draußen, man kann also noch ziemlich viel hier bauen. Also das, ne? Jeder, der hier mitspielt, kann zu seinem eigenen Planeten, den er irgendwo baut, oder seinen eigenen Sternzerstörer oder was der Teufel, ne? Kann er von hier aus ein Portal hinbekommen. Ne? Was auf dem Server, auf dem Kevin spielt, dürfen nur große YouTuber spielen. Ja, okay. Wenn die das so brauchen. Also ich bin echt der Meinung, also hier können alle mitspielen, ob groß oder klein, darum geht es gar nicht. Die müssen nur geil drauf sein. Also cool, locker, zielorientiert, irgendwie nicht so bla bla und so, sondern die müssen sich um die Sache kümmern. Und ob der einer, ey, übrigens, mal ganz klar, ich weiß ja nicht, ob der den kennt oder was, der erste Spieler, den ich auf den Servern, auf den ich Verantwortung gehabt habe, gebannt habe, war ungespielt. Der war noch nie auf einem von meinen Servern drauf oder unseren Servern, ja, noch nie drauf. Der ist unmittelbar gebannt worden, weil ich von dem ein Video gesehen habe, wo der Leute nervt.
Das ist mir sowas von egal, ob der eine Million Abonnenten hat oder nicht. Oder auch Kevin, ne? Kevin ist ja cool drauf. Deswegen finde ich den gut. Nicht, ob der 100.000 Abonnenten hat oder auch 30 oder 20 oder 5 Millionen oder ist mir sowas von scheißegal. Wichtig ist, dass der Typ geradeaus tickt und alles andere ist. Und das Alter spielt auch keine Rolle. Ob der 12 ist oder 23 oder 70, das ist total egal. Ja, es geht immer nur darum, was bringt es für die Community. Und alles andere ist, was für hier, bla bla Leute. Ne? Ja, Firelord, also da kenne ich mich. Ja, genau, X64, genau. Mr. Aloha, wenn du da mal lesen würdest, würdest du wahrscheinlich der Sache näher kommen. So, also jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wie kommen wir von hier oben aus stilgemäß für eine illustre Gesellschaft von Kommandeuren und Strategen und Taktikern Clausewitz-mäßig hier runter. Also im Sinne von, wollen wir einen Treppenabgang bauen? Der kostet ziemlich viel Platz, was dann hinterher an den Portalen fehlt. Das gefällt mir nicht. Aber so ein Loch gefällt mir auch nicht. Overture, so, da ist also so. Dual Chatting. Dual Chatting, ja genau. Dual Chatting, ja. Ja, nee, das liegt ja daran, dass das, der ist ja dann hier abgegradet. Ne? Der ist ja schon auf den bewährten Chatter-Chat hier. Das ist ja so einer von denen, die was. Nee, das ist ganz klar. Von dem weiß ich, das läuft gerade aus. Ne? Und da gibt es natürlich noch mehrere von und wir werden das mit der Zeit dann eben auch anpassen. Ne? Also das ist eben so gebaut. So, mein Java habe ich für Novus 10 Gigabit zugewiesen. Ja, echt. Ich weiß gar nicht, was ich meinem Java hier zugewiesen habe, aber auf jeden Fall auch mehr als üblich. Ne? Würdest du auch Revi bannen? Ja, keine Ahnung. Dieser Revi, ich weiß nicht, wenn du jetzt mit Revi meinst. Also gibt es einen Revi in Zeit, so heißt der Typ. Der war mal hier auf dem Stream und hat wohl irgendwie auch relativ vernünftige Sachen gesagt. Aber ich habe mir dann von anderen sagen lassen, dass das auch so ein Typ ist, der so ein bisschen komisch drauf ist. Aber ich kenne den nicht, ich habe keine Ahnung. Wenn der sich vernünftig verhält, gibt es überhaupt keinen Grund, den zu bannen, oder? Aber wenn er sich daneben benimmt, dann ist er instant weg. Dann interessiert mich das. Ich lese den Namen dann gar nicht. Ich lese, was er schreibt. Und wenn er Mist schreibt, dann ist er weg. Da kann er der liebe Gott sein. Das ist mir total egal. Aber wenn er gut drauf ist, ist er herzlich eingeladen. Kann er gerne mitmachen. Das würde ich dem G-Time TV ja auch vor, dem Kevin ja auch vorschlagen, wenn er Lust hat. Bei mir ist das ja egal. Wenn er nur mit Großen sich umgeben will, dann kann er das gerne machen. Das ist ja seine Entscheidung. Aber ich glaube, wir machen das Loch erstmal nur größer. Ja, es ist das ein größeres Loch, da kann man nicht drum rumlaufen. Das ist alles nicht so richtig. Oder wir bauen hier ein Portal ein, was nach unten beamt. Das könnten wir machen. Genau. Wir werden hier, das sind ja diese Portale hier, Telepath-Dingsbum von Ender.io, die wollen wir jetzt, hier werden wir ein und unten da. Oder ich werde das jetzt bauen, pass auf. Ich glaube nicht, dass ich die noch habe. Aber ich habe das als Autocrafting, das geht ganz schnell. Wenn wir alle Sachen dafür haben, natürlich. Was willst du jetzt von mir? Da. Davon brauchen wir 9 Stück. Ist klar, ist klar. Oh, nee, ne? Gut. Wie heißt das Zeug jetzt? Wenn wir das Ding hier wegmachen. Enderkristall. Dark Steel und Vibrant alle. Okay. Ups, da hat sich einer hier. Der Mock, ja, hostet uns, ja. Besten Dank, Mock. Ja, der Unge, der hat irgendwann mal so ein Video gemacht, wo er
ihn eingetrollt hat. Keine Ahnung, so ein Kind oder was weiß ich. Irgendwas war da. Ich habe das nicht mehr erinnert, das ist schon ein paar Jahre her. Einige Jahre her. Und dann hat er dann quasi in dem Video erzählt, ja, wenn ihr das gut findet, dann schreibt es mal in die Kommentare, dann machen wir das weiter. Solche Leute kann ich, also die brauche ich nicht. Man, der macht Geld damit. Das ist auch okay. Finde ich völlig absolut vertretbar, aber ich muss Leute, die so mit anderen umgehen, muss ich nicht in meinem Umfeld haben. Die können ihr Geld machen, finde ich gut. Ich habe überhaupt keine Sozialleute. Leute, die Millionen verdienen, leisten auch für eine Million was. Ganz einfach. Das ist total okay. Ne? Aber wenn die Nervensägen spielen, dann brauchen die das, können die das mit allen machen, bloß bei mir nicht. So. Bin zurück. Jan, Simon, ja, bist zurück. Ja, besten Dank. WB, welcome back. So, lass mal gucken hier. Also diese Dinger hier brauchen wir jetzt. Das sind diese, die kriegen wir relativ schnell. Ender Crystals. Und Dark Steel müssen wir mal gucken. Das werden wir jetzt mal uns orientieren, was Dark Steel kostet. Dark Steel. Ah. Induction Spelter. Gut, dann nehmen wir mal ein bisschen Steel mit. Haben wir ja ein bisschen. Ist nicht so, als hätten wir jetzt hier irgendwie ein Problem. Und dann nehmen wir Obsidian. Obsidian haben wir auch ein bisschen hier. Genau das brauchen wir. Hier, das machen wir mal weg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Diesen Flyer, den bauen wir doch gleich hier wohin. So, Stormbricks brauchen wir nicht. Ja, gut. Müssen wir uns damit beschäftigen. So. Lord MZ, Lord hostet uns auch, finde ich super. Also ich finde das eine gute Sache, wenn man hostet. Ich versuche das dann auch immer zum Schluss, wenn ich dann einen finde. Ne? Also das gegenseitige Hosten finde ich eigentlich besser als dieses Schweigen. Weil die Leute, die da hostet, woanders zugucken, die können sich dann da überlegen, ob sie den anderen auch mal direkt besuchen und dann da posten oder followen oder keine Ahnung. Ne? So. Aber er ist anders geworden, falls das früher so war, wie du es erklärt hast. Ja, du, Noxel, ja. Das kann ja sein. Ich kenne den nicht. Ich habe gar keine Zeit. Ich gucke diese ganzen Videos nicht, die Leute machen. Ich kenne die auch. Also ich weiß, den Namen kenne ich und ich weiß, der hat da so ein bisschen was mit seinem Netzwerk gehabt und solche Sachen. Also so ganz rudimentär bekomme ich das ja auch mit. Vor allem deswegen, weil ich mich ja auch mit anderen YouTubern häufiger treffe, um dann uns auszutauschen. Ja? Aber ich gucke diese Sachen nicht. Da habe ich gar keine Zeit für. Wenn ich kann jetzt alternativ statt streamen hier, könnte ich das gucken. Aber ich streame dann lieber. Und in meinem Leben ist für solche Dinge schlicht und einfach gar keine Zeit. Null. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber ich habe ein Leben, das ist zu 98% der Zeit durchgetaktet. Ne, da ist keine Bandbreite, ich kann ja nicht großartig hier Hü und Hot und mach's mal, nee, geht nicht. So, blub. Anders, ja. Also kann ja sein, dass der anders ist, aber das ist ja wahrscheinlich auch einer, der dann so nach dem Motto, ich spiele nur mit Großen. Naja. Ist für mich nicht so wichtig. Wenn die Leute meinen, dass sie nur mit Großen spielen wollen, dann sollen sie das machen. Das nennt man dann abgehoben. Also ich sehe das mal so, abgehoben. Ne? Aber ich meine, ich kann das ein bisschen verstehen. Ich habe also selber hier auch den einen oder anderen, der meint, ja, kommst du mal auf meine Welt, spiel mal mit mir und so. Ne? Oder mach doch mal dies und guck doch mal das Modpack und ich habe auch einen Server. Nee, klar, irgendwo muss man die Grenze ziehen, das ist überhaupt keine Frage. Mache ich dann ja auch. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich sage, generell irgendwie, was weiß ich, ne? oder ob man das von anderen Kriterien abhängig macht. Also die Größe alleine macht nicht wirklich, sondern es geht um das, was dahinter steht. Und deswegen möchte ich ja gerne auch das hier haben, dass die Leute, die hier auf dieser Welt hier mitmachen, auf diesem Server mitmachen, da ist mir das egal, wie groß die sind oder wie klein, die müssen nur richtig ticken. Darum geht es eigentlich. Ne? Und das fände ich eine coole Sache. Ob da ein 13-Jähriger ist, der mir erklärt, wie, keine Ahnung, Tomcraft geht, oder ob das ein
Ob das ein Multimillionär ist, der seinen Laptop in seinem Rolls-Royce gerade durch die Spazierenfeld und Minecraft spielt, das ist total egal. Wirklich egal. Absolut, das ist einfach keine. Deswegen, auch wenn solche Chat-Einträge hier laufen, das am liebsten würde ich alle wegklicken, die so argumentieren. Kann man natürlich nicht, weil die meisten Leute löten halt so, ne? So. Der MyFDB-Lotter startet sich bei mir nicht. Warum das nicht? Keine Ahnung. Ja, Jan Simon, da kann ich nicht wirklich viel zu sagen. Da musst du auf die myfdb-Seite.de und so Seite gehen. Da gibt es irgendwie so ein Passwort für das Teamspeak. Und dann gehst du auf deren Teamspeak, das heißt ts.myfdb.de. Und da kannst du dann garantiert so ein Motto oder Admin finden, der dir dann hilft. Wenn ja doch um die Uhrzeit sollte der ein oder andere noch da sein, denke ich mal. So, jetzt haben wir auf jeden Fall diese Dinger hier. Ich weiß gar nicht, ob das reicht, ob wir noch mehr brauchen. Wir brauchen mehr, ne? Wieso sind das nur 16 geworden? Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Na, echt? Gut, dann machen wir das mal anders. Kann er sich da schon mal vergnügen hier? Käfig hat noch Bodenhaften. Ja, den Eindruck habe ich auch. Deswegen, ich finde das, der reagiert ja auch und dann auf das, was ich so schreibe und so. Und dann weiß man, hey, ja klar, das läuft bei dem im Kopf noch geradeaus. Der ist nicht total abgehoben. Sonst würde ich mich mit dem gar nicht beschäftigen. Das ist ganz genau so, ja. Genau, so ist das. Dass du Spaß macht, das ist genau das, was ich auch will. Ne? Also was heißt Spaß machen? Wenn ich jetzt Ark spiele, sterbe ich alle 5 Minuten. Aber irgendwann ist das, diese Phase auch durch und ja, man kann sich damit beschäftigen und irgendwann hat man den Bogen raus. Das ist, gehört dazu. Ne? Aber Spaß machen, das ist das Wichtige. Natürlich muss man auch, also ich bin auch einer von YouTube oder Streamern hier, die sagen, man muss auch Geld verdienen. Nicht, weil man Millionär werden will, sondern 99,999% aller Streamer und YouTuber, die haben das schwarze Licht unter Fingernägel und die streamen und machen trotzdem und haben Spaß und die sollen wenigstens Kostendeckung kriegen. Wenigstens ein bisschen Kostendeckung oder ein Taschengeld, irgendwas. Ne? Und deswegen bin ich der Meinung, und deswegen habe ich das hier oben auch, das habe ich hier weggemacht, das habe ich ja ausgetauscht, aber hier unten unterm Stream oder hier an der Seite steht auch, ne? Jede Unterstützung, die so ein Server bekommt oder so ein Stream bekommt, wenn das nur 5 Euro sind im Monat, aber 5 Euro, das deckt gar nichts. Also die Stromkosten, die ich hier habe, sind locker bei 40, 50 Euro und wahrscheinlich mehr. Ich habe gar nicht genau nachgerechnet. Müsste ich meinen Buchhalter mal fragen oder Steuerberater, was der dazu sagt. Aber also das geht nicht um Geld verdienen, es geht um Kostendecken. Bei fast allen, ganz wenige Leute, die richtig groß sind, da geht es auch um Geld verdienen. Und okay, wie gesagt, wenn Leute ganz groß sind, arbeiten die dafür auch. So ein Kevin, der arbeitet dafür. Kann mir keiner erzählen, dass das alles immer nur gut läuft. Also gönne ich ihm, wenn es so wäre, aber es ist. Also ich bin lang genug selber Unternehmer, um das einschätzen zu können. Ne? Mein Laptop könnte sich gleich wieder neu starten. Also nicht wundern. Ja, Jasmin, Jan Simon, sieh zu, dass du das hinkriegst. Das. Na klar, schaltest du auch Werbung? Nein, ich schalte keine Werbung. Also wenn hier im Stream Werbung kommt, dann schalte Twitch die. Ich schalte hier gar keine Werbung. Aber ich habe hier unten unterm Stream so ein paar Links stehen, wo man also voten kann und wo man also auch hier oben, wie heißt das, Patreon, wo man dann also auch regelmäßig donaten könnte, also irgendwie automatisch und solche Sachen. Das ist wichtig für so einen Server und ich habe auch dieses Amazon-Link da, wo man, wenn man schon Weihnachtsgeschenke kauft, dann kann man die ja kaufen über diesen Amazon-Link. Dann kommt für das Pyramidalist-Projekt eine Provision bei raus. Die wird dann unter Finanzen, könnt ihr gucken, wie das alles veröffentlicht, wie viel Geld kommt und wie viel, wofür es ausgegeben wird. Und ich denke, das ist alles im Sinne der Community und das wird auch so bleiben. Das wird sowohl öffentlich bleiben, als eben auch der Sache dienen. Aber okay, so in der Art. Ist das Server bei dir zu Hause? Nee, das ist von MyFDB. Das ist, keine Ahnung, wo der steht. Musst du den Radiomann fragen. Ich bin ein ganz normaler Spieler auf einem
auf einer Serverlandschaft. Ich bin jetzt nicht irgendwie einer, der, wie soll ich sagen, einen eigenen Server dafür hat oder was. Nee, nee, das ist eine ganz normale, kann jeder mitspielen. Kannst du drauf kommen, musst du hier unten Dings da irgendwie myfdb.de, da holst du dir die Daten oder hier unten kannst du es irgendwie anklicken und dann kannst du hier mitspielen. Gar kein Problem. Wenn das 500 Leute machen, hat der Server ein Problem, aber dafür muss der, da muss der Owner für sorgen. Da habe ich jetzt gar keine Gnade mit ihm. Überhaupt keine Gnade mit ihm. Nein, wäre schade, wenn der Server abschmiert. Aber ich denke mal, da gibt es dann genug Leute, die das auch fördern und VIP werden und so, dass das Ganze auch wirtschaftlich läuft. Ne? Weil der Server braucht Geld. Ne? Es ist ja keiner, hat ja keine Lust, was ich, in die Tasche zu greifen, nur um anderen Spaß zu machen. Ne? Das ist ja Quatsch. Ne? Ist der Server? Nee, ja genau. Na gut, wie auch immer. Jetzt haben wir hier noch ein paar von den Dingern. Jetzt machen wir hier noch. Alles fertig. Alles cool. So. Okay. Gehen wir zurück. Was wollten wir jetzt? Wir wollten mit Dark Steel. Ach, die Dinger wollten wir hier. Die Dinger hier wollten wir haben. Wo ist denn das? Die Telepath-Dings. Aber da fehlt uns noch was, ne? Da fehlt, ja, die fehlen uns jetzt nicht mehr. Diese Vibrant Alloys, die fehlen uns noch. Sollen wir mal kurz gucken. Ja, super. Wow. Ah nee, das war ja falsch. Entschuldigung. Lol. Da haben wir noch ein bisschen von. Dann nehmen wir mal ein Stack raus. Oder ein halbes Stack. Das müsste erstmal was tun. Jo, ich hab's hingekriegt. Ja, gut, Jan Simon, das ist doch toll. Genau, ja, ne, also musst du Geduld haben, Computer sind doof, aber die haben immer recht. Da muss man mit Leben lernen. Das gehört dazu, also ehrlich. Ne? So, da die Dinger brauchen jetzt aber Ender, wie heißen die? Enderperlteile. Jetzt haben wir 32, also brauchen wir davon auch 32. Pulverized Charcoal verschwindet mal. Ups, ja, besten Dank für den Follow. Wer auch immer es ist, also herzlich willkommen in der Community. Ich würde jetzt wollen. Wir müssen auch dieses andere noch machen. Wir müssen dieses andere noch machen. Hi, hallo? Server, ich glaube, du hast wenig Lust zu arbeiten. Was läuft ab? Ah, okay. Was? Enderkristall, die müssen wir noch haben. Ja, ich weiß, wovon ich spreche, du. Enderkristall. Ach du Fuck. Jetzt müssen wir hier so blöden Enderman in diese komischen Soul Vials wieder. Okay. Okay. Soul Dingsbums. Oh, da haben wir ja gar keine mehr von. Dann machen wir mal 10 Stück von, bitte schön. Gut, die nehmen wir mit. Die kommen schon mal an der Arbeit. So. Ich glaube, die müssen alle Smelter hier, Dinger hier, diese hier, ne? Meine ich jedenfalls. Ey.
Ja, ist klar. Wie so ein Mädchen, ne? Der kann nicht 32 zählen und hier 32, der muss das in einem Slot haben, ne? Echt, ne? Also echt. So, jetzt gehen wir aber hier Soulvile, Enderman. Oh, da gehen wir ins End, ne? Ins End. Schauen wir mal. Komm, ab in die Flasche. Ab in die Flasche. Ab in die Flasche. Komm, Flaschenkind. Chop. Komm hier. Hashtag Hip. Flaschenkind. Was haben wir hier noch? Hashtag Galette. Hashtag selber kochen. Hashtag Hunger haben. Hashtag keine Ahnung. Hashtag Kölsch. Hashtag Wein. So. Ich glaube, jetzt haben wir langsam. Ja, wird Zeit. Hip, hip. Genau. Hip. Ja, wird Doppel-P, Doppel-P. 2P, ne? 2P. Ich glaube, jetzt haben wir langsam genug hier. Mehr geht nicht. Wo das Eisen mal verschwinden lassen. Laboratorieblock, das verschwinden lassen. Ja, so in der Art. Da haben wir ein bisschen mehr Platz. Da haben wir nur noch 5, das müsste jetzt reichen. Lieber selber kochen. Genau. Hey, Lord, du kannst ja mitschreiben. Du bist ja zur Sekretärin geeignet. Nein, du musst ja 10-Finger-Findsystem, da passt das schon. Ne? Also. So. Oh, mal gucken hier. Komm her, du. Nein, das ist jetzt einer, der mich angreift. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Warum kommt er jetzt nicht mein. Komm her. Zup, aggressives Vieh. So, da noch zwei. Komm her. Du noch. Und da war noch eine, was von. Du kommst ja auch in den Sack. Komm her, Schluss ist. Nein. Das hast du vergessen. Okay. Das ist nicht alles Text. Hier lässt sich Items umfassen und sich nicht. Also, ja, das ist doof. Ja. Na, ich glaube auch, dass denen das gefällt. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier. Jetzt wollen wir dieses Zeug hier haben: Vibrant Crystal. Davon brauchen wir jetzt. Ja, ist klar. Ist klar. Müssen wir noch haben. Davon werden. Ja, ich ahnte es. Aber ich sagte mal eins: ne, wir haben. Drei. Ich glaube, wir brauchen sechs. Fuck. Ne, komm her. Ihr verschwindet jetzt erstmal hier ganz schön. Ihr macht nämlich nur das Inventar voll. Das ist Mist. So. Jetzt gehen wir erstmal noch ein bisschen Aloy, Smelter. Gucken wir mal. Kaffee? Ja, ne, Kölsch und Kaffee mischen, das, also, ich meine, wenn die Dose hier leer ist, die Flasche, dann können wir uns mal unterhalten, das ist gar keine schlechte Idee, weil können wir was länger streamen, ne? Aber, Kölsch und Kaffee mischen, ne, das muss ich nicht so wirklich haben. So, du kriegst noch genau 13 und von dir kriege ich erstmal ein paar abgedrückt hier. Und da machen wir jetzt diese Dinger raus. Warte mal, hier, diese hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In der Schule wird geschrieben. Hauptsache, wir haben ganz viele. So. Warte mal, wir wissen diesen Soulbinder. Das ist doch dieses Scheißding. Da kommt das rein. Und hier vorne kommen die anderen. Warte, jetzt müssen wir diese Soul. Oh, Alter, guck mal hier. Das ist im MME-System und stackt nicht. Wie krank ist das jetzt? Muss ich jetzt alle einzeln rausholen? Oder wie läuft das ab? Die stacken auch noch nicht mehr im ME-System, ey.
Nee, ich glaube auch, das ist nicht so das Wahre. Da stehe ich, bin ich da voll bei dir. So. Ach ja, klar. Jetzt muss ich auch noch Level haben. Boah. Echt, na. Level haben wir. Jetzt farmen wir erstmal die Level ab, die wir hier oben überhaupt rumliegen haben. Nein. Damit farmen wir die ab. Denn wir hatten letztes Jahr entschieden, dass wir die autonomes Aktivator abgeschaltet haben und so. Weil wir eigentlich genug Level haben. Guck mal hier, wenn ich hier drauf klicke, hier 1900, also fast 2000 Dingensbums, ne? Zehn, 20, 30, komm, ist ja scheißegal. So. Jetzt gehen wir wieder zurück. Also erstmal alle Smelter zu mir. Zweitens, Soul Dingsbums. Ja, genau, das meine ich doch. Das war teuer, ne? Das ist echt teuer. Das ist echt teuer. Und da brauchen wir auch einige von. Davon brauchen wir auch einige. Müssen wir gleich mal gucken, wie viele wir dann brauchen. Achso, der hat die gar nicht genommen. Ich hatte gedacht, ich hätte die jetzt mir sozusagen einverleibt. So. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ey, was läuft hier falsch? Acht, gut. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. So. Und stolz eine Stunde. Yeah. Ja, ich habe ja später angefangen. Ich war ja zu neugierig, was der G-Time TV auf seinem, der hat ja da so mit Blood Magic und in seinen Altar vergrößert und keine Ahnung. Und da war er am Rumpfuhrwerken. Da dachte ich mir, das gucke ich mir mal an. Ne? Ja, das Längste, was ich gemacht habe, war, ich war 111 Stunden wach und habe in den 111 Stunden 100 Stunden durchgängig gestreamt. Nur so für die Leute, die immer so stolz sind, wenn sie 24 Stunden Streams machen. Es ist, das sitzt ja auch, sitzt auf einer Arschbacke ab. So, aber jetzt gehen wir wieder rüber. Jetzt machen wir das noch weiter. Das können wir hier reinpacken. Das brauchen wir nämlich gleich. Ups, genau. Und ab die Post. Wo haben wir es denn jetzt da? Dass da immer nur einer reinpasst, so ätzend. Okay. Salute, Leute. Jetzt können wir den. Ab geht's. Ich glaube, die stecken da. Dann werden wir das jetzt auch mal versuchen. Jo, läuft.
auch noch mal. Und dann bauen wir oben einen hin und unten einen hin. Ich glaube, 7. Wir brauchen, glaube ich, nee, wir brauchen 9. Ne? 9 brauchen wir. So, jetzt gehen wir zurück und werden jetzt mal schauen. Ob er jetzt noch Schmerzen hat. Nups, läuft. Und da müssen wir noch eine Pressure Plate haben. Was? Wie heißt das noch? Stone, ne? Moment mal. Press. So. Pressure Plate. Hätte mich doch auch gewundert, wenn wir keine Pressure Plate gehabt hätten. Das ist doch Quatsch, ne? So. Tele, Dingsbums, 9 Stück, das passt doch. Ah, da müssen wir jetzt auch noch Energie für haben. Tesseract, scheiße. Tesseract kriegen wir auch hin, da sind wir ja gar nicht so. Machen wir mal. Sonst gehen wir rüber, erfüllen. Ah, ich glaube, da ist kein, Dingens drin, ne? Ich glaube, da habe ich letztens was anderes hier drin gemacht. Ah, wir haben, glaube ich, Glück. Ich glaube, wir haben Glück. Schwupp. Und schwupps. So, in Ruhe Kölsch trinken und warten, bis die Maschinen Arbeit geleistet haben. Ne? Jo, na jetzt aber. Trollmaker, na das ist der Name, wenn der Programm ist, dann wird es ein kurzes Vergnügen. Aber ansonsten herzlich willkommen natürlich, kleine Frage. Genau, jetzt muss ich wieder zurück. Denn wir müssen ja hier noch ein paar mehr Ausstattungsmerkmale unseres Dingens hier haben. So, das war das. Ich glaube, wir sollten mal vorsichtshalber ein, was mal. Signalum, ja, ich ahnte es. Wir sollten hier so ein Ding haben. Und so ist es richtig. So. Cool, dass auch mal ältere Menschen Minecraft streamen und spielen. Welche ältere Menschen? Meinst du dich oder was? Spielst du auch? Ach so. Ja, keine Ahnung. Ich gönn's dir. Es ist ein gutes Spiel. Kannst du machen. Also. Jetzt gehen wir wieder zurück in unseren. Unser Todesstern, und dann schauen wir mal. Das müsste ja jetzt eigentlich flutschen da unten. Hier runter, ab die Post. Zieht sie ihn nicht. Ja, genau, er kann aber 10 Minuten Regeln lesen, wenn er so weitermacht, genau. Aber hier diese Magnum-Torch. Die können wir nicht einfach versetzen. Das ist
super tödlich, obwohl andererseits gibt es hier so viele Scheißviecher, die immer hier rumlaufen. Vielleicht machen wir das einfach. Wir können die nur um einen Block versetzen, das geht dann aber. Wenn wir die hier drunter setzen, also mal, hier setzen wir die hin, da kommt der Tesserakt hin. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ganz, 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 ganz scheiße. Zwei Block versetzen, das ist echt heftig. Wir müssen unbedingt aufpassen, dass sie uns in der Kugel hier keine Mobs spawnen. Also die spawnen dann sowieso, aber dass wir das eben versuchen zu reduzieren. Weil es ist ja genau ausgerechnet, dass das hier ist. Also hier muss der Tesser halt hin. Dann muss da das Ding hin. Wir müssen da noch einen tiefer. Das ist Oberätz, aber es lässt sich nicht ändern. Wir müssen hier hin. Da muss die drauf. Erstmal oben der Tesserakt. Und dann die Torch. Das ist halt. Lässt sich nicht ändern. So, da kommt jetzt erstmal hier. Da. Receiving Energy und ab die Post. So. Jetzt müssen wir aber gleich noch diesen Punkt da weiter. Da müssen wir ein anderes Werkzeug für haben. Wie? Danke für dein Follow, Drina? Der Drina folgt uns schon seit Monaten. Ist er jetzt, hat er uns unfollowed, nur um uns neu zu followen? Wie ist der denn drauf? Ich meine, jeder hier hat so seine Ideen, ne? Warte mal hier, Konfigurator. Nee. Nee, wie war denn das noch? Hier, das ist das Ding, genau. Coordinate Selector, das ist der Punkt. Ja, genau, Trina. Frage ich mich jetzt auch gerade. Was war das jetzt? Test, ja, ist klar. Was auch immer du getestet hast. Aber es hat offenbar funktioniert, ja. Erstmal eben kurz gucken. Wo wollen wir uns dann hinbeamen lassen? Hier hin, da werden wir bestimmt 1000 Tode sterben. Digga, wir stellen uns hier hin. Wir lassen uns hier hin beamen. New Coordinates. Okay. Ja, mal sehen, ob wir das hinkriegen. So, und dann hier Set Coordinates. So, Pressure Plate. Drauf gehen und ja. Oh. Hey, das ist cool. Nur kommen wir jetzt natürlich nicht mehr nach oben. Nee, ne? Besten Dank für das Follow, aber es war die Drina Army. Vielleicht war das die Drina Army. Nein, er war ja vielleicht gar nicht selber schuld. Ne. Knoxkill hat sich wahrscheinlich irgendeinen User rausgesucht und den Mist erzählt, wer weiß. Aber gut, wie dem auch sei. Wie kommen wir fucking jetzt wieder hier oben raus? Dann hier, wenn wir hier hinkommen, hier hingehen, geht es zur Pyramide. Vielleicht sollten wir hier nochmal ein Schild hinstellen. Wie heißt das? Das ist zum Spawn Block in der großen. Nee, Spawn Block in der großen Pyramide. So. Ich meine, das wäre so.
Trainer-Armee, genau. Ja. Gibt ja alle möglichen Armees heute. Die heißen ja nicht alle ISIS, ne? ISIS-Armee, es gibt ja auch Trainer-Armee. Nee, Trainer weiß ich jetzt nicht, aber diese anderen, diese Armees, die wir so kennen hier, ne? Genau, folgt ja alle. Ja, geht alle mal zum Trainer, könnt ihr alle followen, das finde ich eine gute Idee. Solltet ihr machen, der macht auch gute Sachen, ne? Also, ich habe mit Trainer und dem, wie heißt der, What the fuck, I'm Ali, haben wir hier überhaupt erst mal angefangen zu streamen. Das fand ich gut, ne? Okay, Werbung, 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 genau. Nee, Trainer darf das, ist kein Problem. Trainer darf das. Apropos überhaupt Follower. Ich habe jetzt irgendwie gar nicht mehr im Blick bei dem Twitch-Stream, wenn man das mit normal guckt, ja. Da steht die Followerzahl gar nicht mehr seit gestern oder vorgestern. Die Twitch-Leute haben irgendwas verändert und seitdem geht das irgendwie nicht mehr. Ah, du hast mit Voto und Projekt? Okay. Ja, ist auch nicht schlecht. Der Voto ist ja auch einer, der hier war und auch schon länger nicht, aber eigentlich schade. Aber gut, ist halt. So, jetzt haben wir das Problem, nach oben zu kommen. How come we out? Jetzt können wir natürlich hier unten noch so ein Ding hinbauen, ne? Müssen wir den ganzen Scheiß nochmal bauen, dass wir uns von hier aus wieder nach oben beamen. Mit dem Tesseract hier am Boden? Nee. Schauen wir mal, müssen wir noch einbauen. Oben steht die Followerzahl. Wo steht die denn? Ich guck mal eben. Schaue ich mich jetzt an. Nö. Also bei mir steht keine Followerzahl. Warte, ich muss das nochmal refreshen, weil der Stream auch nicht angezeigt wird. Oh, mal gucken. Da steht Follower, aber da steht nicht die Followerzahl. Da steht nur das Wort Follower. Oder? Da steht Follower. Ja. Ja, ich sehe das nicht bei mir. Also oben drüber ist dieses Bild von mir, und dann kommt dieses mein Logo, dann kommen Videos, Follower und folgt. Aber da steht jetzt nicht irgendwie eine Anzahl. Und drunter steht nur die Leute, die gerade on sind, also die hier uns begleiten. Und dahinter steht die Zahl der Total Views. Aber das war es dann irgendwie auch. Vielleicht habe ich aber falsch verstanden. Bei mir steht die Zahl dran. Bei dir steht die Zahl dran, die ich habe. Oder steht die Zahl bei dir dran, die du hast? Die ist grau daneben. Nö. Achso, bei mir steht deine volle Zahl, aha, oberhalb des Streams neben Name und Videos. Was? Also das ist ja okay, also ich sehe das hier nicht. Ich muss mal das manchmal vollscreen. Ah, okay. Ich habe das verstanden. Das sehe ich nur, wenn ich das aus Fullscreen habe. Die wollen einen zwingen, das Ding immer in Fullscreen zu gucken. Also viel habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also, nee, ich mache das nur ein bisschen größer. Ich versuche das mal so klein zu machen, wie es geht, ohne dass es weg ist. Dazwischen ist es dann irgendwo.
Nee, gut, besten Dank dafür. Also das verstehe ich unter Community, ne? Ihr kennt was, was ich nicht kenne, ich kenne was, was ihr nicht kennt. Und wir treffen uns alle hier und quatschen uns die Ohren oder den Mund fusselig. Also du hast, weil ich in deinem Stream bin. Kann sein, dass du die nicht siehst. Nee, ich habe das jetzt gefunden, wie gesagt, Leute. Also besten Dank dafür. Alles gut, läuft. Jetzt kümmern wir uns wieder ums normale Geschäft. Das heißt, wir müssen den ganzen Kram jetzt nochmal machen. Sorry, tut mir auch leid, aber nein, wie scheiße ist das denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die brauchen wir. Wir brauchen Enderium. Oh, was brauchen wir? Silber. Ich glaube, das habe ich abgebaut. Wir brauchen dafür Silber. Oder? Silber? Nee, aber Staub. Hallo? Staub? Wir brauchen Zinn. Und zwar auch Staub. Fuck. Es geht ab. Ne? Was? Kann mal einer followen? Ich will eine Funktion von meinem Client testen. Wem followen, Lord? Dir oder mir? Also ich glaube, ich habe die schon abonniert oder gefollowt. Lord, soll ich dir folgen oder willst du, dass mir ein weiterer folgt? Also ich finde das gut, die Idee. Also mit dem Follow finde ich gut, ja. Nee, also lass mal eben diese Entdeckung. Wir brauchen dann auch noch Shiny, ne? Shiny. Und wir brauchen die Eimer haben wir ja, das ist nicht der Punkt. Gut, dann gehen wir mal rüber. Schauen wir mal. Ist Radiomond gerade Mod geworden? Radiomond? Ne, der ist immer schon. Und ich weiß nicht, ob der Mod ist. Aber er kann Mod sein. Also ich habe da jetzt keine Schmerzen. Wenn der Mod sein will, kann er. Aber der kann sich natürlich den Mod-Rang nicht selber geben. Das kann er eigentlich nicht sein. Ich bin falsch gelandet. Ich bin muss ganz, ganz total doof. Nee, der Radiomond. Ja, eben, meine ich doch auch. Also das haben wir doch schon länger hinter uns. Also apropos überhaupt Hallo, Abend, ne? Jetzt wollen wir hier Dingens machen. Moment mal, wir wollen jetzt als erstes mal hier. Ah, wir müssen das pulverisieren erst. Wir müssen erst pulverisieren. Pulver, 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 Pulver. Jo. Hat nur dein Client gemeldet? Warum meldet dein Client, dass Radiomant gerade Mod geworden ist, wenn der schon seit Monaten Mod ist? Wieso meldet dein Client überhaupt, dass irgendeiner Mod wird? Habe ich einen anderen Client als du? Verstehe ich das nicht? Bin ich dazu doof zu? Oder? Naja, gut. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. So, lass mal gucken. Was haben wir hier? Das Zeug. Das Zeug. Das Zeug. Das Zeug. Ey. Zink, nee, nicht Zink, wieso ein Zink? Zinn. Moment mal, was ist hier jetzt falsch? Wieso habe ich denn Zink? Ich brauche gar keinen Zink, das ist Quatsch, das braucht kein Mensch. Das ist so ein, das ist keine Ahnung, wofür auch immer. Another one bites the dust. Wow, wie wichtig. Nee, das ist, ich will Zinn haben. So. Ah, okay. Ja, ich bin auch, das ist ein bisschen Entwarnung für den Trollmaker. Ich will jetzt
Z-I-N. Zinn. Was? Zink. 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 Moment mal, jetzt geht's aber ab hier. Was zur Hölle ist hier falsch? Tin. Ach, boah, nee. Es ist irgendwie spät am Abend, ne? Es ist spät am Abend. Tin Ohr. Nehmen wir mal das. Davon nehmen wir mal ein Steak und gut ist. Es ist echt, ne? Ja. Aber da muss man dann auch durch. Und da muss man zustehen, ne? Wenn man nicht mehr richtig lesen und denken kann, dann gehört das einfach zum Leben dazu. So, ich lese nochmal weiter. Little Zock, hi. Zocki, ja, gut. Ja, Feierlos, ja. Dauert halt ein bisschen. Ach, der Gurken-Mirko ist auch da. Ja, besten Dank dafür. Also, ja, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen auflaufen lassen hier. Moment. Moment, was habe ich hier? Irgendwie habe ich hier das nicht so ganz im Griff oder so. Ah, doch, da guck mal, da kommt doch was. Vier, wieso vier? Achso. Sorry. Chups. Chups. Das müssen wir mal wieder automatisch machen. Das hatte ich letztens irgendwann mal so schön automatisch. Aber ich glaube, nee, warte, das ist noch automatisch. Wie ich die jetzt reinschmeiße. Ja, genau, das saugt sich raus. Nee, das ist gut, das läuft immer schön automatisch. Little Zocki, keine Ahnung, wer da alle on ist. Da musst du mal gucken. Also ich habe hier so eine riesenlange Liste, wo ich gar nicht weiß, ob da irgendwie einer Mod ist oder nicht. Das steht da gar nicht davor. Oder steht das davor? Ist es dieses Klammeraffen-Ding? Also ich habe da echt... Liebe Leute, ich weiß sowas nicht. Oder nein, ich weiß das schon ein bisschen, aber nicht so ganz genau, weil ich einfach, ich möchte mir die Zeit mit Streamen verbringen und nicht damit Software kennenzulernen. Kann ich zwar, mache ich auch hin und wieder. Ich habe heute also relativ viel Zeit damit auch verbracht, ein bisschen noch ein paar Änderungen zu machen hier am Stream-Layout und an der ganzen Dynamik. Aber ich kann halt auch nicht alles. Wie gesagt, meine Zeit ist echt super knapp, ne? Genau, Lord, genau. Ja, besten Dank für den Follow. So, jetzt gehen wir, aber jetzt müssen wir hier dieses komische Ding nochmal machen. Hier müssen wir jetzt diese ganzen... Ah ne, wir müssen ja diese komischen Kristalldinger wieder machen. Okay. Machen wir auch. Also die müssen wir jetzt... Pyroterrarium, das müssen wir jetzt auch noch gleich machen für den Tesseract. Na, gehen wir wieder zurück, das ist ein bisschen confused. Denn das müssen wir jetzt auch hier reinschmeißen. Und dann geht das da ab. Genau, so. Das liegt natürlich schon auch daran, dass ich das nicht alles vollautomatisch habe. Sonst wird das alles vollautomatisch gehen. Aber wie gesagt, das stört den Server. Und ich finde das, also man kann solche Sachen auch mit der Hand mal machen. Da müssen nicht dauernd irgendwelche Items berechnet werden, ob die Maschine gerade laufen muss. So, das ist schon mal cool. Jetzt gehen wir erstmal hier wieder back to the roots. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Jetzt geht Ausbaustufe 2. Ah ne, wir müssen erstmal einen haben. Da haben wir noch gar nicht. Moment mal. So, der. Den müssen wir jetzt mal füllen. Trollmaker, ich finde dich sympathisch. Ja, also ich mich manchmal nicht, aber da kann man auch, gerne drüber streiten. So, was ich habe, die unten muss rein, genau. Hey, hallo? Die raus, das rein. Da bitte Enderperlen rein. So.
Passt. Über Chatty kann man sehen, wer followt. Ja, das kann man garantiert irgendwas einstellen. Ich habe hier auch da, also da muss man mal rechts irgendwie oder irgendwie, was ich hier rechtsklick, Channel Info, Channel Admin Switch, Livestream, Tschüss Profile, Miskönnes, Join, was Copy, Follow Channel, Unfollow Channel. Da gibt es garantiert irgendwas, wo man so einen Channel, wo die Leute da alle drin stehen. Ist auch nicht so super wichtig, weil ich will eigentlich nicht, dass das immer in dem Stream ist, weil es, wie gesagt, es gibt Leute, die das total missbrauchen. Da habe ich jetzt nicht so den Bock drauf. So, jetzt wollen wir aber den machen. Bitte. Danke. Einmal Bronze raus, einmal Schwupp, einmal Signalum, ach ne, haben wir, ja, gut. Okay. Schwupp, 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 schwupp. So, du kannst weg, du kannst dahin. 1, 2, 3, zup, zup, und aus die Maus. Den haben wir, jetzt müssen wir dieses andere Zeug noch craften. Ne, nicht Signalum, wir wollen ja den hier haben. Davon brauchen wir 9 und da wieder wer schreien. War klar, war sowas von klar. Was hat er denn hier? Den Dark Steel hat man noch gemacht, ey. Wir haben doch schon so viel Dark Steel gemacht. Energetik Alloy? Echt, ne? Trollmaker, du bist kurz an der Grenze, kurz vor der Bruchlandung. Also, wir müssen dieses Allerzeug noch bauen und wir müssen diesen hier unter 50. Ja, boah, na gut. Davon müssen wir jetzt davon noch ein paar haben. Vibrant Alloy. Oh, mal gucken. Machen wir was weniger. So, jetzt sollten wir das aber hinkriegen. 1, 2, 3, 4, ja, ist klar. 4. Geht sogar. Wir werden echt viel Material noch brauchen dafür. Das ist schade, aber was willst du machen? 1, 2. So, was brauchen wir noch? Enderkristall, ja, das machen wir ja gerade. Dark Steel. Dark Steel. Obsidian, ja, das war ja auch wieder so eine Sache. Obsidian. Obsidian. Oh, ich glaube, das wird uns den Boden aushauen.
Das ist Mechanismus, das nehmen wir jetzt nicht. Wir machen mal hier. Wir müssen mal zeitnah wieder ein bisschen Obsidian herstellen. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen arbeiten müssen. Das ist spät, aber es kommt dann doch. Ne? Also das ist dann blöd. So, mal schauen. Hier einmal. Gut, der läuft. Dann schmeißen wir das mal da rein. Brian Wies, hi. Wiese. Brian Wiese, okay. Brian Wiese, okay. Das können wir aber in der Zwischenzeit schon mal diesen hier machen. Da haben wir jetzt das Material ja eh bei. Und Level haben wir auch noch genug. Reicht. Ich denke, zumindest eine gewisse Zeit würde ich mal meinen, dass uns das hilft hier. Brian Wiese, mir geht es gut. Wie geht es dir? Geht es dir auch gut? Das ist gut für uns alle. So, ich würde mal sagen, an der Stelle haben wir die schon mal zusammen. Und jetzt, sollte mal hier, sind noch ein paar über. Jetzt haben wir hier oben das Obsidianzeug. Top, 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 top. Gut, hier unten haben wir auch Obsidian. Schub, 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 schub. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt müssen wir das Ganze mit Eisen verbinden. Iron. 13.000 ist eine coole Nummer. Jedenfalls für den Anfang reicht's. Jetzt muss das Ganze hier in den Induction Smelter. Und ab geht's. Ach nee, das muss ja Stahl sein. Moment mal. Das muss gar kein Eisen sein, es muss Stahl sein. So. Once again. So. Das lesen wir wieder. Was spielst du für ein Modpack? Du kannst all diese Fragen dort beantwortet finden. Da kann man das lesen. Jo, das war Flasche 2. Aber ich denke, dass für den ganzen Abend zwei Flaschen kriegt man so gerade mit. Achso, müssen wir weitermachen hier oben. Also das hier haben wir jetzt alles durch, das haben wir auch. Boah. Komm, wir füllen das jetzt noch einmal auf. Und dann verpissen wir uns hier. Das ist da oben alles genau. 34, das sollte reichen. Ich weiß es nicht, aber wir werden sehen. Jetzt haben wir noch ein paar mehr in der Pipe. Das, 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 das. So, der kann auch weg. Jetzt brauchen wir hier unsere Maschine. Ich glaube, da hat er noch das eine oder andere.
Hallo, darf ich mal mitspielen? Server. Genau, bitte. Danke. Ender Crystal habe ich doch genau gebaut. Moment mal, was? Nee, Moment mal, was läuft denn da ab? Ender Crystal. Das haben wir doch gerade gemacht. Was fehlt hier? Ach, Ender Crystal haben wir doch. Was will er denn? Blödsinn. Der hat 8 Ender Crystals. Energetik, also ja gut, das werden wir noch herstellen müssen, das ist schon klar. Aber Enderkristallen, Moment mal, was läuft denn hier falsch? Missing einen, ach, einen will er noch mehr haben? Boah, ist der fertig, ne? Ja, ja, bis gleich, ja, ja, ich hole mir gleich auch noch was zu trinken, aber ich will erstmal hier das Gitarre überhaupt nicht. So, Soul, was, ach so, einmal, nee, nicht Villager, Moment mal, Enderman, so. Ups, ab die Post, du kriegst jetzt erstmal einen Zuschlag hier. Einmal den, einmal den, einmal den und ab geht's. Jetzt kommst du da rein und dann kannst du jetzt nur noch Aloy sagen, aber Aloy, das war doch mit ganz viel Glowstone und Gold und ja, okay, machen wir. Einmal Glowstone, zweimal und Gold. Gold, da haben wir nicht ganz so viel, aber für dieses Mal reicht's. Ab in den Aloy-Schmelter. Wie gesagt, man könnte das alles automatisch haben, man könnte das in super geile Gebäude bauen, aber andererseits, ne, das ist alles, ja, wenn man das dann erweitern will, wird es doch wieder durcheinander und ich experimentiere halt auch viel rum, deswegen sind die Maschinen so gebaut, aneinander gestellt, wie sie dann eben gerade funktionell, wo es eben Sinn macht. Aber hier der Brian Wiese, der hat einen guten Vorschlag gemacht. Der hat sich was zu trinken geholt. Eigentlich könnte er mir einen mitbringen. Da das aber virtuell nicht wirklich trinkfähig ist, ist zu trocken irgendwie, muss ich mich da jetzt nochmal selber auf den Weg machen. Das werde ich auch tun. Weil das hier braucht eh noch ein bisschen. Ne? Guck mal hier, das ist auch noch ein bisschen. Guck mal hier, ja, 9, das ist. Schauen wir mal gleich. Ich kriege erstmal was zu kriegen. Ist aber scheiße leer hier. Das geht ja gar nicht. Warum ist denn der so? Ich glaube, ich lese das mal auf die Ladestation. So, Hebamme zu mir.
So, die Drine. Ozean Kardinal. Ocean Kardinal. Okay. Coole Sache. Also, ich habe die Energetik-Elle und die Vibrant-Elle gerade automatisiert. Ja, wie gesagt, das könnte ich natürlich auch. Aber das, was virtuell nicht geht, ist auch gut so. Wasser im PC. Ja, genau, ne? Genau, wir schicken dem einen mal einen Kurzschluss nach Hause. So. Aber ich würde mal sagen, das reicht jetzt für den Anfang. Ja, das können wir uns ja später noch holen. Das ist immer wieder gut, wenn man dann in irgendwelchen Truhen irgendwas findet, was man bisher nie gebraucht hat, aber plötzlich ist es da. Das kommt in das Ding rein. Jetzt müsste man hier nochmal einmal 9 kriegen. Jo, nein, immer noch nicht. Was fehlt im Netz noch? Vibrant Alloy. Geht mir der auf die Säcke? Available 96. 36. Nicht wirklich nett. Ich glaube aber, wir kriegen noch ein bisschen Nachwuchs von hier unten. Jo, hat was. Das heißt, wir werden hier unten ein paar Enderperlen rekrutieren. Das sind nicht so viele. Es wird auch mal Zeit, dass die Farm ein bisschen schneller wird. Ich habe das da hinten jetzt durch diese Neserwarzen ausgetauscht. Ne? Warum macht das mit den Neserwarzen? Das müsste doch, wo landen die denn alle? Ach, die landen alle direkt im ME-System. Wollen wir mal gucken. Neserwarzen, 41 nur. Warum nur so wenig? Warum wachsen die hier nicht? Was ist hier falsch? Ah, der hatte bestimmt unten in den Planter drin. Pass mal auf. Yo, alles klar. Ich glaube, da brauchst du nicht ganz so viele von. So. Wie weit ist er denn jetzt mit seiner Arbeit? Dass wir hier mal weiterkommen. Naja, gut. Hi, hi. So, mal ausprobieren, wie das geht hier mit dem. Habe ich da irgendwas angeklickt? Keine Ahnung, was auch immer das ist. Ja, welcome back. Ja, da bin ich noch nicht so ganz mit dem.
So, wie weit ist er denn jetzt hier? Fertig, das ist gut. Zup, zup, läuft. Jetzt müssen wir hier unser Alloy haben. Hi, hi. Poldo, moin, moin. Was hat er jetzt hier zu meckern? Ah ja. Das weiß ich nicht. Aus 7. Ich hoffe, das reicht, wenn wir damit jetzt weitermachen. Schwupp. Der. Davon 9, danke. Echt immer noch nicht. 11 brauchen wir davon noch. Okay. Müssen wir durch. 7. Not. Müssen wir mal. 3, 4. Ja, mal gucken. Aber ich habe das jetzt noch nicht ganz verstanden. Hier gibt es ja den einen oder anderen. Man kann immer gucken, wenn einer followt. Das finde ich eine gute Sache. Wobei ich dann aber noch nicht weiß, wie man das machen kann. Also ich habe das hier Rechtsklick, Linksklick und keine Ahnung alle geklickt. Das kann man bestimmt gucken. Neun. So, noch nicht. Wir brauchen noch 2. Nee, der hat keine mehr. Ah. Okay, das soll er haben. Das mache ich jetzt nicht. Das hält nur auf und kann nur schief gehen. So rumexperimentieren. Ups, wieder zurück. Marsch, marsch. Jetzt will ich aber endlich diese Dinger haben hier. Du kommst jetzt mal da rein. Und von dir will ich jetzt einfach nur 9 Stück haben. Jo, geht doch. So, Tesseract haben wir, Telepath haben wir, das heißt, wir können jetzt zu unserem Stern zurückgehen, Todesstern, und das da einbauen, das Ding. Da können wir rauf und runter und rauf biegen, wie wir wollen. So soll es dann sein. Ja, welcome back, WB. So, sollen wir hier reinschauen nochmal. Jetzt gehen wir einen tiefer. Hey. Mach er mal. Was läuft hier falsch? Hey. Server? 12 Leute? Kannst du mir doch nicht erzählen, dass du überfordert bist. Hallo? Ich will kein Loch in Schnee machen. Warum funktionierst du nicht? Der hat keinen Strom. Warum sollte der keinen Strom haben? Ja, ich habe einen Tesseract hier drunter. Guck mal hier, der Tesseract läuft. Den kann man nicht erzählen. Warum sollte der keinen Strom haben? Main Energy? Kriegt der Strom? Receive Energy, alles gut.
Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zu wenig Strom haben. Also das, da würde ich jetzt irgendwie meinen, das haben wir schon im Griff, ne? Wo ist denn der Schnee jetzt geblieben? Ach, ist der auch weg. Na gut. Das kann es nicht sein. 0 von 0 F. Nee, nee. Ich behaupte mal, da stimmt was Elektrisches nicht. Guck mal hier. Der hat definitiv Strom. Guck mal hier. Der hat Strom. Was ist sowas von sicher? Ich sag mal, es ist die typische Problematik mit Redstone, irgendwie, dass das irgendwie verbuggt ist oder was der Teufel was. Was läuft denn jetzt ab? Irgendwas stimmt hier nicht. Ist ein guter Rat, teuer. Guck mal, hier geht das jetzt auch. Main Energy. Schwupp. Receiving Energy und so. Da kann er mir jetzt nicht erzählen, dass der nicht funktioniert. Das ist sinnfrei. So, kommt die Pressure Plate drauf. Aber hier müssen wir natürlich noch die. Vielleicht hat er oben das nicht verstanden dass das irgendwie weg war oder was. Da müssen wir noch mal gucken, ob der vielleicht die Position neu be benannt bekommt. Wo ist denn das Teil? Nee, wo ist das Teil? Da oben, da. Moment mal. So. Das gibt's nicht, da stimmt doch was nicht. Echt, was soll denn das? Nur dass der noch nichts sagt, ist klar. Warum hat der das jetzt nicht geschnallt? New Coordinates. So, es geht, der hier kriegt die jetzt. Set Coordinates. Ja, genau. Da läuft er. Das soll ja auch so sein. Und warum macht er das jetzt hier andersrum nicht? Verstehe ich das wieder nicht? Ich bin das jetzt zu so doof so. New Coordinates. Oder ist es einfach wieder ein bisschen buggy oder sowas, ne? So, der kriegt keinen Strom. Warum kriegt der keinen Strom? Bin ich dämlich? Ja, der hat keinen Strom. Ich habe das Lord. Das habe ich schon verstanden. Aber warum hat er keinen Strom? Guck mal hier. Tesseract. Energie. Hier. Receiving Energy. Alles gut. So, genau das gleiche habe ich hier. Exakt das gleiche. Pass auf, ich zeige es dir.
Genau, pass auf, hier, genau das gleiche. 555, hier, hier, alles genau das gleiche. Der hier funktioniert. Schupp, und der andere nicht. Warum nicht? Multidissimo, hi. Aber das verstehe ich irgendwie nicht. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Kann ja sein, dass ich was falsch sehe. Ich glaube, ich baue den hier oben nochmal auf. Der kann mich mal. So, ich reiße den ab. Ey, nicht despawnen, ich brauche das noch. Ja, genau. So. Ja, jetzt kann er es. Das. Okay, man muss das nicht alles verstehen, aber ich muss das hier ein Loch reinmachen. Und das muss natürlich dann hier ein Pressure Plate werden. Einmal Pressure Plate, please. Was? Und weg ist er? Guck, der Tooltip, da steht nur vor. Ja. Ich hab den genau. Ich denke auch, das war ein Bug, genau. Jo, läuft doch. Und runter wieder. Alles gut. So, das heißt, jetzt haben wir hier unser Kommando-Ding mit in der Mitte ein Portal. Da müssen wir noch den Schnee wieder hinbauen. Wir haben 1000 Schneeblöcke, also da habe ich jetzt nicht irgendwie. Trauere ich keinem Schnee nach, egal wie viel oder wie wenig, ob da jemand drauf gewesen ist oder was weiß ich. So. Hallo, Eistee Cola. Jo, es gibt Namen. Aber in 3 Minuten ist Server Restart, Leute. Ich wollte eigentlich jetzt nicht unnötig lange streamen. Also im Sinne von, dass ich dann nach dem Server Restart auch weg bin. Insofern denke ich mal, bedanke ich mich euch mal erstmal fürs Zuschauen. Ich gucke auch noch mal nach, ob es den einen oder anderen gibt, wo ich euch hin hosten könnte. Muss ich mal sehen. Also das werde ich auch noch während des laufenden Streams schauen. Und wenn sich aber nichts ergeben sollte, dann werde ich das dann so machen, dass ich dann einfach off bin. Insofern wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Wobei ich morgen denke ich mal, auch mal, ich muss mal sehen, ob ich Ark spiele. Wenn wie viel, ob ich Zeit und Lust habe oder morgen früh vielleicht. Oder ich weiß es noch nicht. Wird man dann sehen. Im Laufe des Tages. Ne? So, jetzt muss ich aber noch das ein oder andere machen, was ich hier die ganze Zeit noch wollte. So, da wollte ich noch mal. Wie war das noch? Da muss ich hier rüber schaufeln. Ich glaube, das geht irgendwie auch anders, aber ich habe keine Ahnung, wie. Folglich mache ich es auf die klassische Art. Ja, genau, bis nächstes Mal. Genau, also ich, auf jeden Fall, also entweder morgen im Laufe des Tages oder also dieses Wochenende ist ein bisschen schwierig, ob ich da on bin und wenn, wann.
Das kann man nicht so ganz genau vorhersagen. Aber ich denke mal, im Laufe der Zeit wird sich das alles wieder einrenken, wie so üblich. Gut. Jetzt habe ich den Chat weggemacht. Scheiß. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ganz besonders schlecht. Den ich abgeschossen. Aber gut, da muss ich jetzt auch durch. Das kriegen wir möglicherweise hin. Oder wieder hin, keine Ahnung. So, ich hoffe mal, dass das jetzt hier halbwegs noch rettbar ist. Ja, genau, alles gut. Alles gut. So. Ja gut, dann werde ich jetzt mal, der Server ist ja off jetzt, jetzt werde ich erstmal gucken, ob ich euch irgendwo hosten kann. Ja, nee, ich versuche euch jetzt noch irgendwo hinzuleiten, wo es vielleicht gut ist. Wobei ich das erstmal gucken will. Ich mache ja nicht einfach irgendwie, ne? Dein täglich Brot gib uns heute, genau, steht da quasi. Passt doch. Oh, hey, da haben ja verschiedene Leute auch gewotet, das finde ich ja cool. Super gut. So, aber es ist mal wieder dünne, sehr dünne, um das mal genau. Na gut, da gibt es ja noch ein paar, gibt es ja doch auch doch, guck mal, es sind noch ein paar. So Mock, na den hosten wir doch. Aber sowas von sicher. Weil der macht ja auch immer gute Sachen. Ups, wo ist er denn jetzt? Ach, der ist jetzt hier, der spielt hier auf meinem FTB. Jetzt haben wir das hier im Kreisverkehr oder was? Ich glaube, ich mache den Sound mal. Ach so, meinst du? Ich leite dann woanders weiter. Nee, gut, dann machen wir, dann suche ich euch noch einen anderen, aber ich bin da ja gar nicht so. Also, so Mock, ich denke mal, da kannst du das also noch. Siehste, läuft doch.
Ich glaube nicht. Ich kann ja mal schreiben, dass du gerade einen Stream hast. Vielleicht, wobei, okay, für die 5 Minuten lohnt es sich. Ja, wenn die